Nach dem Kapitalismus, das Projekt Kommunismus anders denken war der Titel einer Veranstaltung mit Raoul Selig am 12. Juni 2013 an der TU Dresden. Die Veranstaltung war von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen mit der Hochschulgruppe Lux Dresden und das hören wir jetzt. Was so schön wird, es gibt ja schönere Sachen als in einem abgenommenen Seminarraum PowerPoint-Folien anzuschauen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auch, dass Raoul Selig hier ist. Er ist, wer ihn nicht kennt, ein gewinnter Politikwissenschaftler, Journalist, Schriftsteller, Autor oder auch Publizist, wenn man so sagen will. Und seit 4 Jahren ist er auch Professor für Politik an der Nationaluniversität in Kolumbien. Heute ist er hier bei uns mit seinem Vortrag. Den Titel habe ich eben gesagt. Der Vortrag an sich lehnt sich an sein Buch aus dem Jahre 2011 an, nach dem Kapitalismus, mit demselben Untertitel wie unser Vortrag heute. Und Robert Wiesig hat über dieses Buch gesagt, das fand ich ganz amüsant, Raoul Selig betreibe damit einen Radikalismus auf Höhe der Zeit. Ich bin gespannt. Los geht's. Ich will versuchen, heute mehrere Projekte der letzten Jahre so zusammenzuführen. Also vielleicht kurz den Entstehungshintergrund dieses Referats erklären. Mit der Finanzkrise haben viele von uns ja die Frage gestellt, naja, der Kapitalismus kann offensichtlich durchaus ein Ende haben. Ja, wir sind zwar durch die Mainstream-Medien daran gewöhnt worden, den Kapitalismus oder auch durch die Mainstream-Politikwissenschaften daran gewöhnt worden, den Kapitalismus für das Ende der Geschichte zu halten. Aber 2008 im Finanzcrash wurde ja für einen Moment zumindest sehr klar vorstellbar, dass das Geldwesen komplett kollabieren könnte. Und damit würde natürlich auch erstmal der Welthandel kollabieren und damit wäre natürlich auch der globalisierte Kapitalismus in der existierenden Form zumindest für eine gewisse Zeit in der Form nicht mehr existent. Und was wäre dann? Ja? Natürlich, darauf werde ich dann auch gleich im Vortrag noch eingehen, kann es auch immer noch schlimmer werden. Ja? Ende des Kapitalismus heißt ja nicht, dass es dann schön wird und alle Menschen friedlich und gemeinwirtschaftlich arbeiten, sondern Ende Kapitalismus eröffnet ein Feld, oder die Krise des Kapitalismus eröffnet ein Feld, in dem dann ganz neu um Gestaltungsmacht und auch Deutungshoheit gerungen werden wird oder gerungen werden müsste. Und vor dem Hintergrund stellt sich natürlich auch die Frage, warum die Linke sich so wenig zutraut, dieses Ende des Kapitalismus zu denken und Vorschläge in die Diskussion zu bringen. Von Slavoj Žižek, dem slowenischen Philosophen, gibt es ein ganz schönes Bonmot, der hat gesagt, wir sind über Hollywood darin erzogen, uns alle möglichen Katastrophen vorzustellen. Wir haben wirklich alles an Katastrophenfilmen gesehen, Armageddon und Independence Day. Wir können uns vorstellen, dass die Außerirdischen kommen, aber wir können uns etwas viel Realistischeres und viel Einfacheres, nämlich dass der Kapitalismus durch ein anderes System abgelöst wird, das können wir uns nicht vorstellen. Wie als ob der Kapitalismus auch dann noch da wäre, wenn die Menschen auf der Erde verschwunden sind. Ja? Und vor dem Hintergrund stellt sich die Frage, okay, lasst uns wirklich wieder darüber reden, was bedeutet eigentlich Nicht-Kapitalismus? Was könnte ein gegengesellschaftliches Projekt von links sein? Und vor dem Hintergrund habe ich 2009 ein Gesprächsband gemacht mit Elmar Altvater, den vielleicht auch einige kennen, weil er auch in der Linkspartei aktiv ist und in Programmkommission war und der Luxemburg-Stiftung auch verbunden ist. Elmar Altvater, das Gesprächsbuch, das wir 2008 gemacht haben, hieß Vermessung der Utopie, wo wir also über Krise, über das Problem der Utopie, des Gegenentwurfs gesprochen haben und dann aber auch über mögliche Ansätze, sowas zu entwickeln. Und aus diesem Buch habe ich dann in Lateinamerika, in Kolumbien, an der Universität so eine Art kleinen Forschungsschwerpunkt gemacht. Das ist natürlich sehr viel beschränkter, auch aus finanziellen Gründen sehr viel beschränkter als ein Forschungsschwerpunkt an einer europäischen Universität. Aber wir haben dann mit einem Engagement und auch mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung wirklich sehr interessante Debatten gehabt. Wir haben 2011 einen Kongress gehabt, einen internationalen Kongress, der sich Andere mögliche Welten nennt oder nannte. Daraus ist dann dieser Sammelband entstanden, der jetzt auch gerade auf Deutsch erschienen ist. Ein Buch bei VSA, in dem es wesentlich darum geht, um das Spannungsfeld zwischen Linksregierung, also Staatlichkeit und popularen Bewegungen, sozialen Bewegungen von unten in Lateinamerika und eben auch da über die Schwierigkeiten innerhalb bestehender Staatlichkeit und sozialistische Gegenentwürfe zu entwickeln. Und in dem Kontext entstand dann eben auch dieses Essaybuch, das eben heißt Nach dem Kapitalismus das Projekt Kommunismus anders denken. Okay, ich will versuchen, weil ich das auch nicht schaffen würde, nicht den Essay
könnte ich nicht in einer Stunde zusammenfassen, das ist mehr oder weniger, ich bleibe schon auf Spanisch drin. Das ist mehr oder weniger der Zeitrahmen, in dem ich bleiben möchte, eine Stunde Vortrag, damit wir dann auch noch eine Stunde diskutieren können. Das würde ich nicht schaffen mit dem Essay, deswegen werde ich versuchen, nur einen Teil des Essays zu referieren und dann aber auch ein bisschen was zur Debatte um Lateinamerika reinzunehmen, weil das wahrscheinlich auch für euch interessant ist, weil das wirklich ein Feld ist, in dem ich mich ein bisschen auskenne und in anderen Feldern ich wahrscheinlich nur Allgemeinheiten sagen könnte, die andere besser sagen können. Also die Ausgangspunkt, habe ich ja schon gesagt, war und ist die Krise, ja. Wobei man, wenn man über diese Krise redet, sehr schnell in der Linken dazu tendiert, aus einer Krise eine Systemkrise zu machen. Ne? Also in der Geschichte des Marxismus oder der marxistischen Linken, Marx ist nicht für alles verantwortlich, was der Marxismus verbrochen hat, oder ist für das Wenigste eigentlich verantwortlich. Aber in der Geschichte der marxistischen Linken gibt es ein sehr starkes geschichtsteleologisches Moment, ein geschichtsdeterministisches Moment, das also im Wesentlichen da auf der Vorstellung beruht, dass der Umbruch zum Sozialismus, das Ende des Kapitalismus unvermeidlich ist und dass er sich bei Krisen auch immer systemimmanent um systemische Krisen handeln muss. Ja? Und jetzt ist es nur so, dass dieser Kapitalismus sich seit 200 Jahren eigentlich relativ, trotz dieser Krisen, relativ guter Gesundheit oder eine relativ große, gute Gesundheit aufweist. Und man dieses Phänomen der Krise auch anders deuten kann, nämlich so wie Josef Schumpeter das gemacht hat, der nämlich davon gesprochen hat, dass Krisen im Kapitalismus im Wesentlichen die Funktion zu erfüllen haben, den Kapitalismus permanent zu erneuern. Ja? Und ein Bonmot von Josef Schumpeter, liberalen Wirtschaftsökonom, das ich auch sehr interessant finde oder sehr zitierenswert finde, lautet: Der Kapitalismus wird nicht an seinen Krisen scheitern, sondern wenn überhaupt, sich zu Tode siegen. Ja? Also die zu Tode siegen. Ne? Also die Krisen führen dazu, dass er immer wieder dazu gezwungen wird, sich mit seinem Akkumulationsregime, würden wir heute sagen, also mit seinen spezifischen Ausformungen, mit seinen spezifischen Regulationsmechanismen, mit seinen spezifischen Schwerpunkten, industriellen Schwerpunkten, immer wieder neu anzupassen. Weil es ja klar ist, dass er bestimmte Fertigungsmodelle an Grenzen geraten, bestimmte Konsum- und Lebensmodelle an Grenzen geraten und die werden dann in gesellschaftlichen Transformationen neu ausgehandelt. Ja? Und das ist für den Kapitalismus eben der Jungbrunnen. Das unterscheidet, wenn man das mal guckt, im 20. Jahrhundert, vielleicht auch das Jahr 1968 im Realsozialismus, vom real existierenden Kapitalismus. Der real existierende Kapitalismus hat 68 genutzt, natürlich auch versucht zu unterdrücken, aber andererseits auch zugelassen teilweise und diese Impulse genutzt, um sein eigenes Gesicht zu verändern. Der Staatssozialismus im Ostblock hat 1968 in erster Linie mit den Panzern in Prag beantwortet und vielleicht auch genau deswegen es nicht geschafft, sich in eine neue eine andere Form von Sozialismus zu verwandeln. Das heißt also, die Krise kann ein wichtiger Modernisierungsimpuls sein. Schumpeter sagt aber, der Kapitalismus kann sich aber eben auch zu Tode siegen, weil er sozusagen den Rahmen zerstört, das Milieu zerstört, in dem er existiert. Das ist aber auch eine Frage, die man nicht so schnell beantworten kann. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, keine zwangsläufige Tendenz zum Ende des Kapitalismus. Auch in dieser Krise heute steckt es nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Krise heute eine besondere Form angenommen hat. Und Alex Demirovic und andere sprechen in dem Zusammenhang von der multiplen Krise, weil sich einfach mehrere Krisendynamiken überlagern und gegenseitig auch dann verstärken. Da ist zunächst mal auch festzuhalten, dass diese Finanzkrise ja nicht allein im Finanzsektor entstanden ist. Ne? Das kann man mittlerweile auch sagen, regulationstheoretisch geschulte Leute schon länger, dass die Herausbildung des Finanzkapitalismus in Wirklichkeit was zu tun hatte mit der Krise des Produktionsmodells. Und jetzt kann man es auch bei Mainstream-Sozialdemokraten wie Wolfgang Streeck nachlesen. Ich weiß nicht, ob er es mitverfolgt hat, der hat ja gerade ein sehr gutes, sehr lesenswertes Buch gemacht, sehr kritisch, kommt fast antikapitalistisch daher, auch auf dem Leipziger, war nominiert für den Leipziger Buchpreis, also wirklich eines der wichtigsten Sachbücher der letzten 6 Monate. Das ist ganz lustig, weil dieser Wolfgang Streeck einer der Konstrukteure der Agenda 2010 war. Darüber steht im Buch nichts. Aber gut, sei es drum. Hauptsache ist, dass er analytisch wirklich was in dem Buch eine Menge leistet, eine Menge Lesenswertes zusammenträgt. Und einer der wichtigen Aspekte ist eben, die er, glaube ich, auch da nachzeichnet und die viele andere auch nachzeichnen, ist, dass die Finanzkrise 2008 nicht nur was damit zu tun hatte, dass die Finanzmärkte ungenügend reguliert waren, wie das so eine
Geldmarktkritik impliziert, sondern dass es zuvor eigentlich eine Krise des Produktionsmodells gab. Und zwar eine Krise, die schon in den 70er Jahren sehr stark sich ausgebreitet hat. Ja? Also sprich, Produktionsmodell war das fordistische Produktionsmodell. Das fordistische Produktionsmodell beruht auf der fordistischen Autofabrik. Ja? Da wird nicht nur massenhaft ein Produkt hergestellt am Fließband, sondern es muss danach natürlich auch massenhaft konsumiert werden. Und das war ja eigentlich das Erfolgsrezept der Nachkriegsökonomie in den westlichen Staaten, vor allen Dingen in Westeuropa, Japan, in den USA. Und dieses Modell geriet, da gibt es jetzt unterschiedliche Interpretationen, zum Teil aufgrund von sozialen Widerständen, von Lohnkämpfen, von Lohnsteigerungen, zum Teil aber auch einfach von dem normalen Erschöpfungsprozesses eines Produktes oder von Massenprodukten an Grenzen. Ja? Was meine ich mit Erschöpfungsprozess von Produkten? Eigentlich logisch, wenn eine Waschmaschine neu erfunden ist und massenhaft hergestellt werden kann, dann ist erstmal ein Riesenmarkt da, weil 80 Millionen Leute in Deutschland keine Waschmaschine haben und die kaufen müssen. Ja? Aber irgendwann haben alle Haushalte eine Waschmaschine und dann sind keine Steigerungsraten mehr denkbar. Denn eine Waschmaschine hält 20 oder 10 Jahre, 20 Jahre vielleicht sogar manchmal. Und dann ist natürlich klar, dass der Kapitalismus beruht ja nicht darauf, dass immer Waschmaschinen da sind für alle Leute, die sie brauchen, sondern der Kapitalismus braucht, dass jedes Jahr mehr Waschmaschinen verkauft werden. Ja, der Kapitalismus ist ja eine Akkumulationsmaschine, die ganze Zeit auch Wachstum impliziert. Ja? Also auch vermehrten Ausstoß von Produktion, vermehrten Verbrauch von Natur und Gütern. Und diese beiden Sachen, ne, dass einfach die Märkte saturiert waren, gesättigt waren, dass deswegen keine Wachstumsraten mehr erzielbar waren, auf der anderen Seite auch steigende Lohnforderungen und natürlich auch andere Faktoren, spielten eine Rolle oder waren der Grund dafür, warum in den 70er Jahren dieses fordistische Modell vor allen Dingen in Industriestaaten in die Krise geriet und warum dann das Kapital, sage ich jetzt mal vereinfacht, oder die Regierungen, die Politik gemacht haben fürs Kapital, gesagt haben, wir müssen uns verlagern. Ne? Großbritannien, wir haben das sehr strategisch überlegt, ja, wo können wir wachsen, Finanzmarkt kann man wachsen, Finanzmärkte kann man wachsen, dafür muss man deregulieren, wir müssen London zum wichtigsten Börsenplatz machen, wir müssen die ganzen alten Industrien stilllegen, dafür müssen wir die Gewerkschaften erstmal zerschlagen und dann müssen wir den ganzen Arbeitsmarkt total deregulieren. Das war also diese neoliberale Reform oder fast schon Revolution unter Margaret Thatcher, ne? Die war so ein Ausdruck davon, also die Deregulierung der Finanzmärkte, die dann 2008 zum Krach geführt hat, war schon eine Antwort auf eine Krise davor. Und diese Überakkumulationskrise, kann man sagen, hält eigentlich bis heute an. Ja. Natürlich sind neue Industrieschwerpunkte entstanden, vor allen Dingen in Südostasien. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es besteht ein Problem, dass eigentlich zum Beispiel im Automobilsektor viel zu viele Fertigungsstätten vorhanden sind. Ja. Die kalkulieren damit, dass eigentlich 30-40%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, an Überkapazitäten bestehen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Krise. Dann ist es, oder eine Dimension der Krise. Finanzkrise haben wir schon gesagt, die Finanzkrise ist nicht gelöst worden, ja, man hat ja im Grunde genommen durch das billige Geld, also die niedrigen Zinsen, führen ja dazu, dass immer neues Geld generiert wird. Ihr wisst ja wahrscheinlich auch, dass das Geld nicht, wie man früher mal gedacht hat, von der Notenbank ausgegeben wird. Das war ja unsere große Illusion 2008, in der Finanzkrise haben wir alles, selbst Ökonomen haben mit Überraschung, mit Erstaunen festgestellt, dass das Geld gar nicht von den Notenbanken kommt, sondern von den Privatbanken, ne, die nämlich konstant über Kreditvergabe Geld generieren. Es ist lustig, dass wenn über Inflation geredet wird, dass darüber immer nicht geredet wird, dass die Banken eigentlich die Geldschöpfer sind. Öffentliche Haushalte dürfen kein Geld ausgeben, aber Banken, Privatbanken dürfen so viel Geld ausgeben, wie sie neu schöpfen, so viel sie wollen. Und da hat man ja durch die Deregulierung auch die Barrieren quasi fast komplett abgebaut. Ne? Also, eine Möglichkeit, um diese Wert- oder Geldschöpfung zu reduzieren, ist ja, indem man die Rücklagen, Mindestrücklagen festlegt für die Banken. Und die sind in den letzten Jahrzehnten dramatisch runtergegangen, liegen heute nach letzten Zahlen, die ich gelesen habe, in der Zeitung noch bei 3%. Gut, also das ist, und dieser Prozess hält an, ne? Weil eben neue Billigkredite ausgegeben werden, die es keine Regulierungsmaßnahmen gegeben hat in den Finanzmärkten. Und insofern sind die Spekulationsblasen heute größer denn je. Die verlagern sich natürlich. Ne? Im Moment verlagern sie sich zum Beispiel wieder auf Immobilien. Ne? Städtische Immobilien in Europa merkt man es, in Deutschland merkt man es sehr stark, aber auch Landimmobilien im Agrarsektor. Es gibt ein massives Landgrabbing, auch ein Ausdruck von Spekulation. Wenn ich Geld habe und ich will es irgendwo anlegen, lege ich es in Land an. Ja? Weil klar ist, in 20, 30 Jahren werden sich Lebensmittel verknappen. Und wenn ich dann Eigentümer bin von mehreren 100.000 Hektar Land in Zentralafrika, dann kann ich da meine Ranch hinstellen
und was die Bevölkerung dann für Probleme hat, ist mir auch wurscht. Ja? Also das sind so die normalen Dynamiken im globalisierten Kapitalismus. Eine weitere Dimension der Krise ist, ich habe es ja das sozusagen eigentlich schon vorweggenommen, das ist ein Punkt hier unten, ja, der Bodenspekulation, Landgrabbing und Lebensmittelverknappung. Weitere Dimension ist die öffentliche Überschuldung, die hat natürlich auch stark damit zu tun, dass die Finanzkrise sozusagen umgeschuldet worden ist auf öffentliche Haushalte. Ganz deutlich zum Beispiel in Spanien. Spanien ist ein Land gewesen, was immer eine sehr niedrige Staatsverschuldung hatte. Sehr niedrig, niedriger als Deutschland. Ja? Vor Beginn der Krise, vor 3 Jahren, 4 Jahren, unter 60% des Bruttoinlandsprodukts. Ja? Und das ist rasant angestiegen deshalb, weil man Spanien gezwungen hat, die Privatbanken zu retten. Warum hat man Spanien dazu gezwungen? Na klar, weil die spanischen Privatbanken wiederum verknüpft sind mit den deutschen Banken. Und wenn die spanischen Privatbanken crashen, dann crashen die deutschen Privatbanken auch. Ja? Also das waren so Verlagerungsprozesse, die damit zusammenhängen. Dann haben wir hier eine globale Reichtumskrise. Ja? Oder ich hab's, oder wir nennen das in dem Buch ein bisschen provokant Reichtumskrise, weil es eben nicht allein eine Armutskrise ist. Es gibt also nicht nur einen Prozess, dass sich nach wie vor 1 Milliarde Menschen global an Hunger leiden, sondern was eigentlich viel dramatischer ist, ist die, oder was, oder ebenso dramatisch ist, viel dramatischer nicht, aber ebenso dramatisch ist, ist die wachsende Kluft und, zwischen Reich und Arm. Und natürlich muss man auch immer Armut im Verhältnis sehen zu Reichtumskonzentration. Dann gibt es Verknappung der Rohstoffe. Jetzt mit dem Peak Oil, also ob jetzt die Höchstproduktion von Erdöl erreicht ist oder nicht, da gibt es natürlich jetzt wieder neue Debatten, weil es gibt neue Fördermethoden, Fracking und so weiter. Das schiebt diesen Prozess historisch weiter auf, dass also nicht sofort Öl verknappt. Aber nichtsdestotrotz kann man festhalten, dass es eben Planetary Boundaries gibt, also sozusagen Grenzen, Begrenztheit des Planeten und der Rohstoffe und der Natur. Und diese Dinge zusammengezählt, also die soziale Dimension der Verarmung oder der zunehmenden Kluft zwischen Reich und Arm, die internen Dynamiken der Finanzmärkte, die Überakkumulationskrise, die Umweltkrise, ja, wenn man diese verschiedenen Dynamiken zusammensetzt oder im Kontext sieht, dann kann man schon sagen, okay, der Kapitalismus ist zwar jetzt nicht dazu gezwungen, zusammenzubrechen, wie das die marxistische Theorie eine Zeit lang immer prophezeit hat, aber es ist doch so, dass wir es heute mit einer Krise zu tun haben, die komplexer ist, ja, als Krisen der vergangenen Jahrzehnte. Und wir weit davon entfernt sind, meiner Ansicht nach, diese Krisendynamik jetzt in absehbarer Zeit hinter uns zu lassen. Also ich glaube, dass was jetzt die Krise der EU auch nur wieder eine Zwischenetappe sein wird und schon in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren auch wieder neue gravierende Konflikte sich da ergeben werden. Weil einfach zu viele Sachen momentan eigentlich neu ausgehandelt werden müssen. Also vor dem Hintergrund stellt sich die Frage, wenn das systemisch an ein Ende gelangt, stellt sich natürlich die Frage nach dem anderen. Und wenn man über das andere redet, dann kommt man schnell zum Begriff der Utopie. Der Marxismus, und in dem Zusammenhang würde ich Marxismus mal positiv verwenden als Begriff, der Marxismus oder Marx haben immer sehr stark darauf bestanden, darauf insistiert, dass es um eine Kritik des Utopiebegriffs geht. Ja? Denn es geht nicht darum, eine Gesellschaft sich auszumalen, wie sie ideal funktionieren könnte, weil Marx auch mit allem Recht sagt, das ist irrelevant. Es ist irrelevant, uns vorzustellen, wie es schön sein könnte. Ja? Weil es wird ja nicht so eintreten. Wir können uns ja nicht so zusammensetzen, wir haben jetzt was Schönes ausgedacht und das machen wir jetzt. Dann, wenn Gesellschaft so funktionieren würde, dann wäre das ein rein, oder Gesellschaft so zu verändern, wäre ein rein idealistisches Verfahren. Und in der Geschichte der Menschheit sind solche idealistischen Ansätze oft auch im schrecklichen Terror gemündet. Ja? Also das ist, wenn man versucht, Menschheit nach Idealen zu formen. Und demgegenüber insistiert Marx auf einen Anti-Utopismus, der davon ausgeht, wir müssen Gesellschaftskritik leisten, ja? Radikale Kritik des Bestehenden. Wir müssen aufzeigen, welche Entwicklungstendenzen da drin enthalten sind im Bestehenden. Und wir müssen gucken, wie sich in den sozialen Widersprüchen auch Emanzipationsperspektiven eröffnen. Das war der Grund, warum Marx so ein begeisterter Anhänger war der technischen Industrialisierung. Ja? Könnte man denken, der war ein Technikfetischist. Aber das hatte natürlich auch ein bisschen was mit seiner strategischen Herangehensweise zu tun. Er hat gesagt, okay, wir haben eine bestimmte Form von gesellschaftlicher Organisation. Wir haben jetzt eine Tendenz, dass eigentlich im Kapitalismus durch die Arbeitsteilung vieles schon sozialisiert ist. Vieles ist viel vergesellschafteter als vorher. Ja? Man lebt nicht mehr so vereinzelt. Man lebt heute eigentlich nur noch als
als Teil einer Gesamtgesellschaft. Man kann nur deswegen überleben. Ja? Niemand kann von den unmittelbaren Arbeitsprodukten überleben. Der Bäcker lebt nicht von den Brötchen, die er backt, sondern er lebt davon, dass er mit anderen kooperiert. Und diese Kooperation findet im Kapitalismus aber auf dem Markt statt, was ja ein Paradoxon ist. Im Markt sind wir alle Gegner, da kooperieren wir nicht. Und deswegen sagt Marx, da ist eigentlich schon angelegt, in dieser zunehmenden Arbeitsteilung, in dieser zunehmenden Tendenz der Industrialisierung, ist eigentlich schon das gemeinschaftliche Sozialistische angelegt. Ne? Und deswegen wird sich das irgendwann wenden. Das war also die Methode von Marx, das Bestehende kritisieren und die Entwicklungstendenzen aufzeigen, die sich da ergeben. In diesem Zusammenhang ist Kommunismus für Marx kein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten hat, sondern die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Und die Bedingungen dieser Bewegung sind also sozusagen schon in den bestehenden Verhältnissen vorausgesetzt. Also auch da ganz klar ein anti-idealistisches Projekt. Und eigentlich auch ein sehr pragmatisches. Ne? Hört sich fast nach Bernstein an. Also fast nach, also eine starke Berührung eigentlich mit der reformistischen Vorstellung, was zählt, ist die Bewegung, ne? Die emanzipatorische Bewegung. Jetzt gibt es aber in der Mitte des 20. Jahrhunderts nochmal eine neue Debatte darum, dass man den Utopiebegriff positiv besetzen muss. Und da scheint mir interessant, das, was Ernst Bloch in dem Prinzip Hoffnung geleistet hat, das ist ein dreibändiges philosophisches Werk, sein Hauptwerk, in dem Bloch versucht, also diesen Utopiebegriff und auch den utopischen Sozialismus mit der wissenschaftlichen oder gesellschaftskritischen Methode von Marx zu versöhnen. Ja? Und zu sagen, man braucht eigentlich beides. Für Bloch ist in dem Prinzip Hoffnung, die ganzen utopischen Schriften sind für ihn erstmal auch eine ganz wichtige Quelle, um nachzuvollziehen, wie Gesellschaftskritik artikuliert worden ist. Ja? Also wenn man zum Beispiel anguckt, Utopia von Thomas Mores ist ja nicht in erster Linie eine Beschreibung des idealen Zustands, sondern eine beißende Kritik der existierenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Das wusste im Übrigen auch Marx schon. Also dass man, der Thomas Mores hat Utopia als das ideale Land natürlich beschrieben, um damit zu zeigen, warum England seiner Zeit nicht ideal ist. Ne? Also insofern ist der utopische Diskurs ja auch eine Form von Gesellschaftskritik. Darüber schreibt Bloch zum Beispiel. Er schreibt auch darüber, dass die Utopien aber auch wichtig sind als Mobilisierungsmoment. Ne? Also die ganzen vorindustriellen revolutionären Bewegungen, ja, zum Beispiel die ganzen christlichen Heretiker, die ja auch schon was Kommunistisches oder gemeinwirtschaftliche Vorstellungen hatten, haben sehr stark natürlich auch Ideale gebraucht oder Vorstellungen gebraucht, um sich überhaupt in Bewegung setzen zu können. Also die Vorstellung des christlichen Paradieses, ja, oder des kommunistischen Paradieses war natürlich sehr mobilisierend, um überhaupt eine reale, praktische Bewegung auf die Beine stellen zu können. Und schließlich geht es dann aber für Bloch, und das ist dann sozusagen, wie er versucht, den Begriff zu wenden, darum, dass es eine Utopie, eine Vorwegnahme des Anderen in etwas Konkreten sind. Deswegen spricht er auch von der konkreten Utopie. Ja? Also eine konkrete Utopie wäre also eine gesellschaftliche Widerstandspraxis oder ein soziales Experiment in den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen das Andere, ja, das Gegenprojekt vorweggenommen wird. Und in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts gibt es viele Beispiele, die so in diesem Sinne als konkrete Utopien beschrieben werden können. Zum Beispiel mit der Sozialdemokratie oder mit den sozialistischen Bewegungen Ende des 19. Jahrhunderts ging ja einher eine sehr starke Genossenschaftsbewegung. Teilweise kritisiert vom Marxismus, teilweise auch Hand in Hand mit dem Marxismus. Und in diesen Genossenschaftsbewegungen oder in der Solidarität der Gewerkschaftsbewegung blitzt natürlich ein konkret utopisches Moment auf. Wenn ich mich gegen die Vereinzelung im kapitalistischen Alltag durch Solidarität zur Wehr setze, wie das eine Gewerkschaft ja eigentlich machen sollte oder macht, dann ist es natürlich eine Vorwegnahme einer utopischen Andersheit, ne? Eines utopischen Anderen. Ne? Und ich glaube, bei Bloch geht es sehr stark eben darum, auch diese konkret utopischen Praxen, die vorhanden sind, sichtbar zu machen und als Entwurf sozusagen die Relevanz zukommen zu lassen. Gut, das wäre sozusagen die Herangehensweise, wie man meiner Ansicht nach, die Überlegungen, die man vielleicht vorausschicken müsste, um die Frage zu stellen, wie können wir über sozialistische Gegenvorstellungen überhaupt wieder eine Diskussion eröffnen. Ja? Also wir brauchen eigentlich so eine Herangehensweise, wie sie Bloch als konkret utopisch beschrieben hat. Ja? Die ausgeht von realen gesellschaftlichen Verhältnissen, von realen Widerstandspraxen, von realen Kämpfen auch
aber gleichzeitig auch sich die Mühe macht, einen Horizont oder Zielperspektiven zu beschreiben, die dann eben auch, die man auch, um eben auch vorstellbar zu machen, ist das was anderes möglich. Und wenn man jetzt sich die Gedanken stellt oder das Ziel setzt, eine Theorie der Emanzipation zu entwickeln, die so sozialistische Vorstellung neu formuliert, dann glaube ich, würde es im Wesentlichen darum gehen, einerseits eben Gesellschaftskritik, das ist ja das, was die marxische Methode seit hier auszeichnet, dann aber auch eine kritische Reflexion der Emanzipationsversuche, die es gegeben hat und ihres Scheiterns, ja, also der, wobei ich da auch wichtig finde, dass man eben nicht nur in eine Richtung guckt, nicht nur eben anschaut, warum der Kommunismus als Parteiform gescheitert ist, auch der Reformismus der Sozialdemokratie ist ja auch gescheitert, auch anarchistische Nischenprojekte sind gescheitert und das sozusagen eben im Zusammenhang zu denken. Man muss als dritten Moment meiner Ansicht nach aufspüren, welche konkret utopische Praxis heute existiert, denn eine Gesellschaft bringt ständig eigentlich Möglichkeiten ihrer Überwindung hervor, das wäre eine These zumindest von mir. Manchmal merkt man das nicht mal, also zum Beispiel das Entstehen der Commons-Bewegung im digitalen Bereich ist jetzt sicherlich nicht revolutionär, aber es ist sehr interessant, weil wenn man sich anschaut, wie freie Software entstanden ist, ist eigentlich eine Form der Überwindung, der Selbstüberwindung des Kapitalismus. Ja. Ja, natürlich klar, es lässt sich nicht einfach ausbreiten von einem Bereich auf die gesamte Gesellschaft, aber es zeigt, dass es gibt konkret utopische Praxis, die man oft nicht mal als solche registriert. Und dann schließlich denke ich, dass auch notwendig ist, eine Diskussion über Gesellschaftsalternativen zu eröffnen, die konkret genug ist, um Vorstellungshorizonte zu öffnen. Also man muss schon konkret eigentlich auch sagen, was wir meinen, wenn wir von Sozialismus oder Kommunismus reden, aber gleichzeitig eben auch klar haben, dass diese Projekte offen formuliert sein müssen. Ja? Also man kann gar nicht, was oft gesagt wird, ja, du kannst ja gar nicht genau beschreiben, was das sein soll. Da könnte man schon beschreiben, wie es sein sollte, aber das ist genau das Problem. Ja? Wenn ein Ideal ausformuliert ist, dann ist es ein Herrschaftsprojekt. Ja? Und dann ist es ein Projekt, was in einer Gesellschaft aufgeherrscht wird. Wenn ich eine Vorstellung habe, wie eine Gesellschaft zu funktionieren hat, und ich das dann versuche umzusetzen, dann werde ich dieses Modell der Gesellschaft aufherrschen. Deswegen kann das kein Emanzipationsprojekt sein. Also das ist eigentlich genau die Kritik von Marx am utopischen Sozialismus. Wer sich das ausmalt über die Köpfe der Betroffenen weg, ja, hat schon einen autoritären Weg gewählt und eben nicht einen emanzipierten Weg. Und Emanzipation ist bei Marx immer Selbstemanzipation der Betroffenen. Ja. Also insofern geht es eben auch genau so eine Offenheit oder solche Vorstellungen, solche Projekte nicht auszuformulieren. Was werde ich jetzt anreißen? Ich werde jetzt anreißen, eine kritische Reflexion der Emanzipationsversuche der Vergangenheit und ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob man den als konkret utopisch beschreiben kann, aber ein bisschen eben über den Sozialismus 21. Jahrhunderts in Lateinamerika reden, weil das natürlich auch ein aktueller Ansatz ist, über das Bestehende hinauszugehen. Okay, erste große Fragestellung, was ist eigentlich mit dem Staatssozialismus passiert? Und meiner Ansicht nach sehr wichtig, darüber zu reden, denn wenn man so Begriffe wie Kommunismus und Sozialismus heute verwendet, dann muss man natürlich sofort auch immer mitdenken und mitformulieren, warum der Staatssozialismus des 20. Jahrhunderts dieses utopische Projekt nicht war. Ja, es gibt ja viele Leute, die mit gutem Grund keine Lust haben, dahin zurückzukehren, und deswegen geht es auch eine Analyse zu haben und vielleicht sogar eine besonders scharfe Analyse und besonders scharfe Kritik an den staatssozialistischen Verhältnissen des 20. Jahrhunderts zu haben. Das ist jetzt auch nur ein Überflieger, wie gesagt, es geht das habe ich am Anfang vielleicht nicht klar genug gesagt, aber das kann ich jetzt auch nochmal einfügen, bei den ganzen Forschungsvorhaben und auch bei meinem Vortrag jetzt geht es in erster Linie darum, so ein Diskussionsfeld abzustecken. Also jetzt, wenn ich das jetzt nicht besonders vertiefe, nicht hinterher sagen, ja, das ist ja nicht besonders glaubwürdig, weil es nicht besonders vertieft ist, sondern sozusagen Impulse, um eine Diskussion zu führen, die können wir dann vielleicht auch, dann ansatzweise zumindest führen, wenn ich fertig bin. Okay, scheiternder Staatssozialismus. Ich glaube, der Staatssozialismus hat im Wesentlichen, gibt eine sehr breite Debatte in den 60er und 70er Jahren über dieses Scheitern des Staatssozialismus im Ostblock. Und ich glaube, dass man die Kritikansätze eigentlich in drei Überfelder zusammenfassen kann. Der erste Punkt ist das, was als erstes immer fällt, ist die Demokratiefrage. Ne? Der Staatssozialismus war kein demokratisches System. Wie wird das erklärt? Man kann natürlich sehr oberflächlich sagen, das lag an Stalin, aber das ist natürlich nicht besonders
tiefschürfende Analyse zu sagen, es lag an den falschen Führern. Man hätte andere Führer gebraucht. Man muss eigentlich schon fragen, wie kann das sein, dass sich eine bestimmte Klasse von politischer Führung durchgesetzt hat? Und ich glaube, dass das ein Ansatzpunkt für eine Diskussion ist, der oder für eine politische Debatte sein muss, die Kritik dieses politisch-organisatorischen Konzepts. Ja, der Leninismus ist ja das, was eigentlich die verschiedenen Revolutionsmodelle, sozialistischen Revolutionsmodelle verbunden hat. Die waren ja im Übrigen sehr unterschiedlich. Wenn man das genauer anguckt, der Sowjetsozialismus, Zentralplanungsökonomie, der jugoslawische Marktsozialismus, der viel stärker auf der lokalen Autonomie beruhte, hat die guevaristischen oder nationalen Befreiungen in Ländern der Dritten Welt nochmal einen anderen Revolutionsweg. Und schließlich der Maoismus, der eine Art Agrarkommunismus sein sollte. Die hat also wirklich sehr große Unterschiede in der wirtschaftlichen Ausgestaltung und auch in der organisatorischen Ausgestaltung. Aber es ist interessant, dass alle in dem historisch sehr kurzen Zeitraum fast gleichzeitig gescheitert sind. Ja? Also Jugoslawien, Ende der Sowjetunion und die radikale Transformation Chinas war ja alles in einem relativ kurzen Zeitabschnitt. Ende der 70er bis Ende der 80er Jahre. Und was verbindet diese verschiedenen Ansätze? Was sie verbindet, ist ganz klar das leninistische Konzept. Ja? Das leninistische Konzept geht letztlich aus von einer doppelten Repräsentation. Ja? Es gibt also eine subalternen Massen, die waren in Russland bekanntlich eher bäuerlich als Arbeiter. Ja? Um 1917 waren es viel mehr Bauern als Arbeiter. Die wurden repräsentiert von der Arbeiterklasse und die Arbeiterklasse wiederum sollte repräsentiert werden von einer sehr kleinen bolschewistischen Partei. Und diese bolschewistische Partei war sozusagen so ein bisschen auch die idealistische Methode des Bolschewismus gewesen, ne? Von einer Führung, die wusste, was notwendig ist, was historisch notwendig ist. Ne? Also es war dann sozusagen die Mission dieser bolschewistischen Partei, Russland bestimmte Veränderungen aufzuzwingen. Ja? Und insofern war es also ein Modell, das von einer, wo eine kleine Minderheit die Führung übernahm und eben auch der Überzeugung war, zu wissen, was notwendig ist. Also war also kein Projekt der Selbstbefreiung. Obwohl natürlich Momente der Befreiung der russischen Revolution gesteckt haben, das ist jetzt nicht die Frage. Aber die Gestaltung sozusagen, wie die Sowjetunion aufgebaut wurde, war ganz klar durch diesen kleinen Führungskreis. Der zweite Ansatzpunkt, der zweite wichtige Themenschwerpunkt der Kritik des Staatssozialismus ist in der Regel die Debatte darum, wie der Wirtschaft, wie der Entwicklungsweg und die Wirtschaft, vor allem der Sowjetunion, konkret ausgestaltet worden ist oder konkret das RGW ausgestaltet worden ist. Und es gibt da einen sehr schönen Begriff des Soziologen Robin Murray, der vom halben Fordismus spricht. Ja? Der so sagt, eigentlich hat der Sowjetsozialismus, der dann auch für den gesamten RGW und auch für Kuba prägend war, dieser Sowjetsozialismus hat eigentlich den kapitalistischen Entwicklungsweg nur kopiert. Ja, man hat also man ist auch davon ausgegangen, dass die Massenfertigung und die fordistische Fabrik, ja, und die tayloristische Arbeitsorganisation, dass das der richtige Weg ist, um eine Gesellschaft effizient zu gestalten. Und das führte dann natürlich dazu, dass die Arbeit in der Fabrik in der Sowjetunion sich nicht wesentlich unterschied von der Arbeit in einem kapitalistischen Land. Ja. Also es ging sozusagen um eine Kopie der Arbeitsform, um eine Kopie der Industrieorganisation und natürlich auch um eine Kopie des Naturverhältnisses. Ne? Also diese ganzen ökologischen Fragen, wie geht der Fordismus oder die Industriegesellschaft mit der Natur um, das ist im staatssozialistischen Lager noch radikaler eigentlich gewesen. Halber Fordismus wird das deswegen bezeichnet, weil es zwar gelungen ist, eine Massenfertigung durchzusetzen und eine fordistische, taylorische Fabrik sozusagen der Gesellschaft aufzuherrschen, aber gleichzeitig es eben keinen fordistischen Konsum gab, ne, der kennzeichnend war für den kapitalistischen Fordismus, was ja dann auch impliziert, dass man in der Lage ist, die Leute einzubinden. Ne? Die Leute waren im Westen, in Westeuropa, zufrieden mit den Verhältnissen, relativ zufrieden, weil sie eben auch viel konsumieren konnten. Die Autos, die sie gebaut haben, konnten sie sich irgendwie kaufen. Das ist natürlich im RGW in geringerem Maße hat es auch stattgefunden, aber eben die Einbindung war nicht so überzeugend aus der Sicht der Bevölkerung oder der Arbeitenden wie im Westen. Allerdings gibt es auch eine Gegenentwicklung im Staatssozialismus. Vor allem in China und dann auch in Kambodscha versucht man sich davon zu lösen. Da gibt es in den 60er Jahren eine sehr interessante Debatte dazu, über die
dieses Kopieren des Entwicklungsweges und der Industrieform. Und in China versucht man dann eine Art von Agrarkommunismus einzuführen. Und das ist ganz lustig, weil das eigentlich, oder nicht lustig, eigentlich schrecklich, weil das eben aufzeigt, dass Ideologie, wohin übersteigerte Ideologie auch führen kann. Man hat eben gesagt, es geht darum, den Entwicklungsweg neu zu definieren. Und das heißt Primat der Politik. Also wir aus politischen Gründen überlegen wir uns, was notwendig wäre und wie man die Wirtschaft umgestalten müsste, damit sie wirklich kommunistischen Prinzipien entspricht. Und da hat man gesagt, okay, wir sind ein Agrarland China, wir wollen unseren eigenen Weg zum Sozialismus oder Kommunismus gehen und wir wollen zum Beispiel eine dezentrale, auf bäuerlichen Gemeinschaften beruhende Entwicklung in Gang setzen. Und da haben die sich zum Beispiel überlegt, die maoistische Führung war ja immer berühmt für so tolle ideologische Kampagnen, da haben sie im großen Sprung nach vorne, 1958 bis 1961, unter anderem die Einrichtung von Hinterhoföfen propagiert. Die haben also gesagt, wir machen jetzt keine Stahlproduktion in Großfabriken mit Tausenden von Arbeitern, sondern wir machen das in kleinen Öfen, die also fast mittelalterlich aussehen. Wenn ich das richtig interpretiere, sind es da hinten auch welche. Das hier glaube ich auch. Das sind also so einfache Lehmöfen. Und das ist natürlich totaler Humbug, weil Stahl ja unglaubliche Temperaturen braucht und man sowas nicht in handwerklichen Öfen herstellen kann. Es gibt ganz lustige oder ganz tragische Berichte aus dieser Zeit, weil das wurde auch so angekoppelt in China sehr stark. Also mit dem richtigen Bewusstsein kann man alles machen. Ja, mit dem richtigen Bewusstsein kann ich auch mit einer Kalaschnikow ein Flugzeug der Imperialisten aus 12.000 Meter abschießen. Das ist eine Parole gewesen damals. Kein Witz. Und deswegen war natürlich auch klar, wer das nicht kann, der hat nicht das richtige Bewusstsein. Ja? Und da waren die Leute sich so geschämt, dass sie nicht das richtige Bewusstsein hatten, dass sie versucht haben nachzuweisen, dass sie auch Stahl kochen können. Da haben die zum Beispiel ihr ganzes Kochgeschirr eingebrannt, um nachher zu zeigen, dass sie auch was hergestellt haben. Und noch dramatischer war das in der Landwirtschaft. Da haben die natürlich auch versucht, die landwirtschaftlichen Anbaumethoden radikal auf den Kopf zu stellen. Und es hat eine fürchterliche Hungersnot ausgelöst. Also hier sieht man, es ist zwar notwendig, dass sozusagen ein gesellschaftliches Gegenprojekt wirklich auch alternative Entwicklungswege formuliert und andere Naturverhältnisse. Aber andererseits muss eben diese Debatte, oder darf diese Debatte auch nicht ideologisch überfrachtet sein, weil dann genau solche Sachen passieren können. Ja, dass einfach sozusagen das Ideal sich sozusagen einer gesellschaftlichen und natürlichen Realität aufgeherrscht werden soll. Und ein drittes Problem, über das ja auch viel gesprochen worden ist, ist also einfach das Problem der Planung als sich, ja, das intrinsische Problem von Ex-ante-Planung, Planung im Vorhinein. Der Planung im Vorhinein hat meiner Ansicht nach zwei grundlegende Probleme. Also ich finde jetzt erstmal klar, der Markt ist auch kein besonders effizientes, keine besonders effiziente Methode. Ja. Also der Markt in der ökonomischen Theorie funktioniert immer wunderbar, weil die immer von idealen Märkten ausgehen, aber der reale Markt funktioniert genauso wie der Finanzmarkt 2008. Ja. Alle laufen wie die blöden Schafe in eine Richtung, bis sie dann am Abgrund stehen. Ne? Also ist der Markt jetzt nicht das Gegenideal, sondern ich will nur darauf hinweisen, dass auch das Modell der Planung ein intrinsisches Grundproblem hat. Und zwar, das eine ist, wenn an einer Stelle der Gesellschaft ökonomische Prozesse geplant und koordiniert werden, dann ist auch klar, dass es dafür Experten braucht. Ja, mehr oder weniger logisch. Ne? Also wird eine Expertengruppe, wird ein bisschen Beruf rausbilden von Leuten, die darauf spezialisiert sind, das zu koordinieren. Die werden eine besondere Form der Macht haben. Ne? Also weil bei ihnen die Fäden zusammenlaufen. Und diese Gruppe wird sich als Bürokratie, ja, als gesellschaftliche Gruppe absondern und versuchen ihre Rolle, das ist eigentlich bei Organisationssoziologie relativ oft oder leicht nachzuweisen, dass solche Gruppen auch dazu tendieren, sich selbst erhalten zu wollen. Ja, sie werden darauf hinarbeiten, sich nicht überflüssig zu machen, sondern selbst zu erhalten. Und damit hat man eben genau das, was der Staatssozialismus ja wesentlich hatte, diese bürokratischen Strukturen. Jetzt sagen heute Sozialisten, auch schlaue Leute wie Dietmar Dart, naja, das muss nicht unbedingt so sein, weil heute könnte ja Planung viel stärker automatisiert werden. Das stimmt auch. Es gibt viele Planungsabläufe, die ja mittlerweile im Kapitalismus, der Kapitalismus ist ja auch ein hochgradig geplantes System. Ne? Und viele Planungsabläufe finden einfach statt, weil wir zum Beispiel unsere Bestellungen im Internet abgeben und dann ohne lange Wege sofort das System berechnen kann, welche Produkte hergestellt werden müssen. Ja. Das wäre vorstellbar. Das ist also sozusagen diese Ideen der Computersozialisten, die solche Prozesse sehr stark automatisieren wollen. Also das mag sein, aber nichtsdestotrotz bleibt ein anderes Problem. Ich glaube auch, dass sich nicht ganz auflösen lässt.
Problem der Bürokratie. Aber es gibt noch ein anderes Problem, was noch gravierend oder eben nur gravierend ist. Es ist nämlich in einer Planung im Vorhinein dezentrale, autonome Prozesse vor Ort dysfunktional sind. Wenn ich sozusagen vorher festgelegt habe, ihr liefert vom Holzbetrieb so und so viel Holz und wir stellen dann irgendwie damit die und die Möbel her. Wenn ich dann in meinem Möbelbetrieb mir überlege, dass ich die Möbel anders herstelle, dann ist der Holzbetrieb plötzlich gearscht. Ja? Weil er dann irgendwie was hergestellt hat, was keiner braucht. Das passiert im Kapitalismus natürlich auch ständig. Das führt dann dazu, dass die Leute pleite gehen. Ja, die werden einfach dann durch den Markt beiseite geräumt. Aber im Plansystem soll es ja nicht dazu führen, dass die Leute einfach beiseite geräumt werden. Das ist ja auch ganz gut an dieser Planungsidee. Aber das Problem bleibt natürlich trotzdem bestehen, ja, dass es manchmal autonome Erfahrungen gibt, ja, vor Ort, von Betrieben, von Leuten, die feststellen, man kann anders das besser machen. Und dann ist eben das Problem, dass sie sozusagen sofort im Widerspruch stehen zum Plan. Also Planungsmodelle sind oft, tendieren oft zu einer Trägheit und widersetzen sich eben Innovationsprozessen oder Veränderungsprozessen. Diese Probleme lassen sich eigentlich innerhalb, oder andersrum gesagt, all diese Probleme, die ich gerade benannt habe, staatssozialistische Debatte, lassen sich eigentlich in so einer, oder ließen sich in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zumindest ansatzweise durchaus lösen. Ja? Es gibt natürlich andere Politikmodelle und Organisationsmodelle als das leninistische. Es gab die schon 1917, es gab schon andere, immer andere Vorstellungen, wie sich Revolutionen machen lassen. Rosa Luxemburg, die jetzt hier vor der Tür steht gerade, also das. Aber hat sehr früh, schon im Sommer 1918, im Gefängnis den Revolutionsweg von Lenin und Trotzki kritisiert. Also es war keineswegs Konsens, dass es nur diesen Revolutionsweg geben kann. Ja? Sondern dass es Möglichkeiten geben muss, eine Organisation zu schaffen, die natürlich, oder eine Partei auch zu haben, die natürlich Erfahrungen und Wissen den Leuten zur Verfügung steht, aber gleichzeitig auch klar ist, dass die Leute, die Betroffenen, damals hat man Arbeiterklasse gesagt, heute würde man das vielleicht noch offener formulieren, ja, aber dass die vielen, ja, selber gestalten können, die Veränderung gestalten können. Ja. Also andere Revolutionsmodelle wären vorstellbar oder sind vorstellbar. Es sind auch andere Entwicklungswege vorstellbar. Es ist auch interessant, dass heute eigentlich über andere Entwicklungswege geredet wird. Also zum Beispiel Energiewende innerhalb des Kapitalismus, klar, ist natürlich auch in Form in Deutschland einen Technologievorsprung zu etablieren und der deutschen Exportindustrie Aufträge zu sichern für die Zukunft. Aber nichtsdestotrotz ist es auch interessant, weil es eben tatsächlich eine gesellschaftliche Entscheidung will man den Entwicklungsweg und die Produktionswege verändern. Ne? Und um solche Debatten geht es natürlich auch, wenn man über Utopien, konkrete Utopien spricht. Und auch das Feld der Planung, ja, sind Prozesse vorstellbar, die weder Markt noch Plan sind. Und auch da kann man eigentlich sagen, ja, natürlich gibt es die. Und wir arbeiten auch täglich mit denen. Die freie Software ist genau das. Ja, die freie Software in dem Buch habe ich es in einem eigenen Kapitel nochmal behandelt. Ich will es jetzt aber jetzt nicht so wahnsinnig ausführen, weil dann immer danach die Debatte ist, als wollte ich jetzt Linux und Wikipedia als Modelle des Kommunismus hier anpreisen. Das ist natürlich nicht so. Aber es ist trotzdem interessant, was da passiert ist. Da haben sich Leute ohne materielle Anreize, ohne Geld zu bekommen dafür, zusammengetan und haben zusammen ein Produkt hergestellt. Und im Übrigen auch ein sehr gutes Produkt, ja, das wir täglich nutzen. Das eigentlich nach der normalen Unternehmenstheorie dürfte sowas nicht stattfinden. Ja, nach einer normalen, klassischen Unternehmenstheorie muss es Leute geben, die Entscheidungen fällen und es muss materielle Anreize geben. Bei der freien Softwarebewegung hat es beides nicht gegeben. Und was noch interessanter ist oder noch spektakulärer ist meiner Ansicht nach, sogar der Arbeitsprozess hat sich selber organisiert. Ja. Der Arbeitsprozess war spontan und trotzdem koordiniert. Die Leute haben über ihre Foren darüber geredet, wie sie jetzt an Linux weiterbasteln, aber es gab keine Planungszentrale. Es gab nicht eine Person, die gesagt hat, das wird jetzt gemacht. Es war also ein Planungsprozess, der eigentlich nicht im Vorhinein stattfand. Es war eher wie ein Koordinationsprozess. Ob das jetzt auf alle Bereiche funktionieren würde, ist eine andere Debatte. Aber ich will nur sagen, natürlich gäbe es Möglichkeiten, diesen klassischen Dualismus, Markt gegen Plan, anders zu denken. Und um genau solche Debatten ging es. Also würde es gehen. Also, so viel zum so als Skizze zur Debatte des Staatssozialismus. Ich glaube, die Debatte des Staatssozialismus kann uns ganz viel Material liefern, um zu verstehen, wie Emanzipationsprozesse funktionieren und wie sie wahrscheinlich eben nicht funktionieren. Ich möchte das jetzt auch noch am anderen Punkt nochmal skizzieren, weil es ja heute einen Sozialismus gibt, der antritt oder behauptet, Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu sein. Und
und ich natürlich auch sehr stark sympathisiere mit dem, was in Lateinamerika unter der Linkswende gefasst wird. Aber ich möchte auch gleichzeitig ein bisschen die Probleme aufzeigen, um auch da sozusagen den Sinn dafür zu schärfen, was es für Widersprüche in so Emanzipationsprozessen gibt. Wenn ich davon rede, Sozialismus 21. Jahrhundert, dann ist immer von drei Ländern die Rede, Ecuador, Bolivien, Venezuela. Das sind auch die Länder, die tatsächlich dieses Konzept für sich beanspruchen. Kleiner Ortswechsel, neue Situation, sich neu reindenken. Ja. Der Sozialismus 21. Jahrhundert wird oft assoziiert, eben als die große neue Antwort der Linken auf die globale Krise und wird ganz oft assoziiert mit einem Regierungswechsel. Ja? Also in Venezuela Chavez, danach dann Morales in Bolivien und schließlich Correa in Ecuador, die hätten eben durchgesetzt, dass heute wieder über Sozialismus geredet wird und das sei ein ganz anderer Sozialismus. Um das zu verstehen, oder um das zu um darüber reden zu können, müssen wir eigentlich nochmal heranziehen, was in diesen Ländern eigentlich stattgefunden hat. Nämlich in diesen Ländern hat eine Veränderung stattgefunden, die keine klassische Reform, aber auch keine klassische Revolution war. Ja? Und ich würde da den Begriff verwenden, dass es sich um eine spezifische Verbindung handelt von Bruch, Kontinuität und Transformation. Ja? Was waren diese Bruchmomente? Bruchmomente waren in Venezuela das erste Land, in dem sozusagen dieser Prozess sichtbar wurde, war 1989 eine spontane Revolte der Armenviertel gegen die neoliberale Sparpolitik der damaligen Regierung. Ja. Es war also überhaupt nicht, die Linke spielte da überhaupt gar keine Rolle drin, die war völlig marginalisiert in dieser Revolte. Es war also wirklich einfach eine spontane Revolte, wo die Bewohner der Armenviertel in die Innenstadt gekommen sind und sich die Supermärkte und Kaufhäuser geplündert haben. Und in den Folgejahren hat sich diese Revolte, die venezolanische Gesellschaft eigentlich zum Zerbrechen gebracht. Das hat also damit zu tun, dass Venezuela lange Zeit ein sehr reiches Land war, übers Erdöl. Und als dann die Finanzkrise der 80er Jahre kam, hat die Elite sozusagen die Kosten für die Reformprogramme oder für die Sanierungsprogramme abgewälzt auf die Unterschichten. Ja. Und vor dem Hintergrund haben die Leute dann rebelliert und gar nicht besonders politisch motiviert, sondern erstmal nur als ungerecht empfunden. Die Regierung, damals im Übrigen eine sozialdemokratische Regierung, so eine Art Peer Steinbrück-Sozialdemokratie, hat diesen Aufstand unglaublich blutig niederschlagen lassen. Ne? Also man spricht von 500 bis 2000 Toten, ja, innerhalb von wenigen Tagen. Und das führte dann dazu, dass in den Reihen der Polizei und der Militär, also der Leute, die die Bevölkerung unterdrückt haben, die Unzufriedenheit wuchs. Ja, es gab viele Militärs, die gesagt haben, wir wollen nicht länger verantwortlich sein für so eine Situation. Und das hat dann dazu geführt, dass linke oder kritische Militärs versucht haben zu putschen 1992. Dann gab es 10 Jahre, in denen Venezuela faktisch unregierbar war. Ja, es gab also keine Gegenbewegung, keine politische Gegenbewegung, aber gleichzeitig war es auch so, dass die Regierung ihre neoliberalen Programme nicht mehr umsetzen konnte. Ja, also es gab sozusagen eine politische Blockade. Und das ist interessant, weil das in den anderen Ländern ähnlich war. Ja, in Ecuador zwischen 1990 und 2003, ich glaube 5 oder 6 Mal, die Regierung gestürzt worden durch Aufstände der Indigenen. Ja, in Ecuador waren es hauptsächlich die indigene Bevölkerung, die eben sich gegen die neoliberale Freihandelspolitik zur Wehr gesetzt hat. In Bolivien ganz ähnlich, da gab es erst diesen Widerstand gegen die Bekämpfung der Coca-Bauern oder des Coca-Anbaus und danach dann Widerstand gegen die Wasserprivatisierung und Gasprivatisierung, ja? Erdgasprivatisierung. Also und auch da war eigentlich die Phase der Unregierbarkeit, auch da war fast 10 Jahre, in denen das Land wirklich im Chaos versank. Und es war also nicht so, dass da politische Parteien so an die Macht gekommen wären und hätten direkt Politik verändert, sondern es war wirklich, es waren populare Revolten, die haben verhindert, die haben den Neoliberalismus eigentlich besiegt, die haben den Neoliberalismus als Politikform besiegt, bevor dann eine andere Regierung antreten konnte, bevor es einen anderen Wahlsieg gab. Und diese Niederlage des Neoliberalismus war aber auch nicht von einem Tag auf den anderen, sondern wie gesagt, über 10 Jahre Blockade, totale Blockade. Gleichzeitig war es eben keine Revolution. Das führte eben nicht dazu, die haben die Regierung gestürzt, aber keine neue eingesetzt. Ne? Und insofern gab es irgendwann dann einen Regierungswechsel durch Wahlen. Das war innerhalb des bestehenden Systems, des politischen Systems, aber natürlich auch innerhalb der bestehenden wirtschaftlichen Besitzverhältnisse. Also die wirtschaftlichen und sonstigen Machtverhältnisse blieben gleich und das ist natürlich auch das, was heute so die Grenzen ausmacht der Veränderungen in den Ländern. Das sind ja keine Revolutionen gewesen, keine sozialistische Revolution, sondern Reformprozesse.
Und was aber über den Reformprozess wieder hinausweist, ist die Tatsache, dass es auch verfassungsgebende Reformen in den Ländern gab. Ja, also dass man, ich hatte immer gedacht, früher Verfassungen sind tote Texte, interessieren eigentlich niemanden. Aber in Südamerika in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass das ein ganz mobilisierender Moment sein kann. Auch jetzt in Chile redet man wieder über Verfassungsreformen, selbst in Spanien oder über verfassungsgebende Versammlungen, weil da sozusagen der Konsens, der gesellschaftliche Konsens neu ausgehandelt wird. Okay, also sozusagen, um zu verstehen, da sind Prozesse am Laufen, die eben nicht nur von oben kommen, aus einer Regierung kommen, aus Regierungen kommen, sondern eben auch durch gesellschaftliche Kämpfe durchgesetzt worden sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, was man immer so vergegenwärtigen muss. In Deutschland wird immer, wenn man über Politik redet, immer nur so diese Regierungsperspektive eingenommen. Wenn man sich jetzt Venezuela anguckt, was setzt Venezuela eigentlich um? Venezuela ist, glaube ich, das Land, wo man am stärksten so beobachten kann, weil das am längsten schon dauert, was diesen Reformprozess auszeichnet. Und wenn man sich anguckt, was es in Venezuela gegeben hat, in diesen drei Feldern, die ich am Anfang genannt habe, also Demokratisierung, andere Entwicklungskonzepte und Alternativen zur klassischen Planung, kann man also feststellen, dass in Venezuela tatsächlich ein anderes Konzept von politischer Führung besteht, als zum Beispiel im Staatssozialismus der DDR oder Kubas. Ja? Es gibt also sehr starke rätedemokratische und partizipative Elemente, zum Beispiel eben diese Nachbarschaftsräte, Consejos Comunales, die auch im Unterschied, so etwas Ähnliches gibt es ja in Kuba auch, zumindest formal, aber die im Unterschied zu Kuba auch eine reale Eigenständigkeit gegenüber der Regierung und der Staatspartei besitzen. Es gibt eine sehr starke Versammlungsdynamik, also es gibt wirklich, wenn man in Armenviertel kommt, überall trifft man auf Vollversammlungen, auf Leute diskutieren, aber, und da stellt man auch wieder fest, dass der Staat offensichtlich auch selber ein großes Hindernis für solche Emanzipationsprozesse ist, denn die Staatlichkeit in Venezuela führt eigentlich dazu, dass der Staat verteilt die Einnahmen aus dem Erdöl und der Staat ist geprägt, und nicht nur der venezolanische, sondern alle Staaten der Welt sind natürlich darin geprägt, dass sie eben den Leuten Zugang zu Reichtum ermöglichen, ne? oder Zugang zu Jobs ermöglichen und dass Leute dann anfangen, sich innerhalb dieser Logik zu verhalten. Also kann man auch im Kleinen in Deutschland beobachten, Linkspartei, Abgeordnete, die dann auf einmal klar haben, sie wollen in erster Linie ihren Job sichern. Ist ja auch irgendwie legitim, aber macht klar, wie sie dann auf einmal sich die Dinge verschieben. Man tritt an, um was zu verändern, aber plötzlich will man in erster Linie die Wahl gewinnen, um seinen Job nicht zu verlieren. Das sind eigentlich Klientelpraktiken. Ja? Ja? Also man hängt dann Abgeordneten dran und möchte seine Mitarbeiterstelle behalten und sowas. Sowas findet in sehr viel größerem Stil natürlich in Venezuela konstant statt. Ne? Also Klientelpraktiken dieses Erdölstaats, diese Staatssäfte von der Erdölrente gibt. Und das blockiert diese Demokratisierung permanent. In dem Zusammenhang des anderen Entwicklungswegs hat man in Venezuela davon gesprochen, dass man eine endogene Entwicklung einleiten möchte. Also man möchte sich verabschieden von der klassischen kapitalistischen Entwicklung, man möchte Regionalökonomie stärken, nicht weltmarktorientiert, sondern eben regionale Wirtschaftskreisläufe stärken. Wenn man sich dann genau anguckt, was im Land passiert, ich mache das mal andersrum, stellt man also fest, dass dass die Produktionsbereiche in Venezuela überhaupt nicht gestiegen sind, ja, Nahrungsmittelproduktion zum Beispiel oder das kleine verarbeitende Gewerbe, ja, dass sich da eigentlich nicht viel getan hat, ja. Venezuela ist nach wie vor total abhängig von Importen, von Lebensmittelimporten aus dem Ausland und es ist der Staat, der diese Importe einführt. Aber was sich geändert hat, ist, dass der Staat sehr viel mehr Geld einnimmt, weil man direktere Kontrolle auf die Einnahmen aus dem Erdöl hat. Also der Staat hat die unmittelbare Kontrolle des Staatskonzerns PDVSA wieder aus und dadurch hat man unglaubliche Gelder frei bekommen, gar nicht so sehr direkt über den Staatshaushalt, sondern vor allen Dingen darüber. Denn der Staatskonzern PDVSA führt direkt einen Teil seiner mittlerweile 125 Milliarden jährlich aus der Ölindustrie direkt ab an die Sozialprogramme. Das heißt also, diese ganzen Sozialprogramme, von denen ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt, Barrio Adentro für die ärztliche Erstversorgung, Bildungsprogramme, freier Universitätszugang, Kulturprojekte und so weiter, also indigene Selbstbestimmung. Es gibt ja über 30 Sozialprogramme in Venezuela, wo wirklich auch wichtige Dinge gemacht worden sind. Diese Gelder stammen nicht aus dem Staatshaushalt, sondern stammen in erster Linie aus dem Staatskonzern PDVSA. 40 Milliarden sind da letztes Jahr investiert worden. Und
Da dann kann man sehen, also es ist Venezuela tatsächlich gelungen, eine andere Sozialpolitik zu machen. Ja. Venezuela ist es gelungen, deshalb gelungen, weil sie es durchgesetzt haben, dass die Gesellschaft wieder Kontrolle hat über die wichtigen Unternehmen im Land. Es wäre also so, wie wenn in Deutschland durchgesetzt würde, dass der Staat wirklich wieder Kontrolle hat über die Einnahmen von Volkswagen und Mercedes-Benz und Siemens und so weiter. Ja. Aber es ist eben nicht die angestrebte ökonomische Umgestaltung, der alternative Entwicklungsweg, dass man wegkommt vom Öl, sondern es ist, man macht eigentlich weiter wie bisher, nur man sorgt dafür, dass das Geld auch wirklich sozialpolitisch verwendet wird. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig und sehr positiv, aber es zeigt eben auch, dass der Anspruch, ja, diesen umzusteuern, der ja auch formuliert worden ist, man hat schon gesagt, man möchte eigentlich in eine andere Richtung gehen als der Staatssozialismus des 20. Jahrhunderts, man möchte andere Entwicklungswege beschreiten, dass das nicht eingetreten ist. Ne? Im Gegenteil, man kann eigentlich sogar eher beobachten, dass Venezuela noch stärker abhängig ist vom Erdöl als in der Vergangenheit. Da habe ich dann nochmal hier, das ist noch Teil aus einer anderen Studie, also da kann man sehr beobachten, Venezuela ist die Armut drastisch zurückgegangen, die Arbeitslosigkeit auch zurückgegangen, es gibt eine relativ hohe Verteilungsgerechtigkeit, sehr viel höher als in anderen lateinamerikanischen Staaten, aber eben wie gesagt, sagt, kein Umsteuern im Produktionsmodell. Und es gibt eben auch keine, ich habe ja gesagt, drittes Feld ist so die Frage Plan versus Markt. Ne? Da gab es ja auch in den früheren Jahrzehnten immer schon mal eine Debatte drum. Eine These war, dann machen wir eben gemischte Ökonomie, ja, und versuchen den Genossenschaftssektor zu stärken. Und das hat man sich in Venezuela auch ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Aber genau auch da ist zu beobachten, dass da eigentlich fast nichts geschehen ist. Man hat viel Gelder ausgegeben, vom Staat ausgehend, aber da es eben nicht wirklich ein gesellschaftlicher Prozess von unten war, der sozusagen auch von unten erkämpft werden musste, ist auch da viel weniger geschehen, als es postuliert worden ist. Damit komme ich jetzt fast schon zum Ende. Also insofern kann man sagen, dass sich auch wieder in Lateinamerika Dinge beobachten lassen, die man über den Sozialismus, den Staatssozialismus des 20. Jahrhunderts auch sagen könnte. Nämlich, offensichtlich ist die Revolution, eine politische Revolution im Staat, doch nicht Dreh- und Angelpunkt für eine emanzipatorische Strategie. Also das war die Annahme sozusagen der Leninisten, dass man, um eine Gesellschaft umzugestalten, und auch der Sozialdemokratie, war die Annahme, dass man das aus dem Staats- und Regierungsapparat am sinnvollsten macht. Und das muss man nach den Erfahrungen und auch der Erfahrung jetzt, den neueren lateinamerikanischen Erfahrungen, in Frage stellen. Das ist ein Punkt, den ich jetzt mal auslasse, den zweiten. Man kann auch feststellen, dass sich neue Entwicklungsmodelle nicht wirklich materialisieren. Es gibt in Lateinamerika zwar eine Debatte ums gute Leben, was ein ökologisches Verständnis von Wohlstand eigentlich sein soll. Sumar Kausai, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Aber in der Praxis kann man eigentlich feststellen, dass es sich dann doch wieder über immer wieder eigentlich in der Reproduktion von klassischen wirtschaftspolitischen Konzepten erschöpft. Und hier ein letzter Punkt, den lasse ich auch nochmal kurz hier aus, und ein Punkt, der mir auch sehr wichtig erscheint und der dann wieder zu tun hat mit dem ersten, nämlich dem Punkt der Staatlichkeit. Die Struktur, mir scheint es, dass in dieser lateinamerikanischen Linken eine staatskritische Diskussion viel zu wenig stattfindet und auch viel zu wenig gesehen wird, dass es was das eigentlich die Eigengesetzlichkeiten von Apparaten, was die mit sich bringen. Ja, es gibt von dem deutschen Soziologen Robert Michels, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat er über die deutsche Sozialdemokratie eine sehr interessante Studie gemacht und hat darin, wie er es nennt, eher ein Gesetz der Oligarchie entwickelt. Der sagt also, wenn Berufspolitiker eine Führungsgruppe etablieren in einer Massenorganisation wie der damaligen Sozialdemokratie, dann werden sie versuchen, sich als Machtoligarchie von der Basis abzutrennen und sich sozusagen selbst zu erhalten. Das hat er soziologisch hergeleitet. Kann man natürlich sagen, naja, das ist kein Naturgesetz, da muss man auch, lassen sich sicherlich auch Antworten darauf entwickeln, aber recht hat er mit Sicherheit, dass diese Tendenz sehr stark ist. Und das wird in Lateinamerika oder wird bei den sozialistischen Debatten der Vergangenheit kaum debattiert worden. Wie lässt sich also, auch hier nur wieder ein Fragment, wie lässt sich jetzt also eine andere Perspektive von sozialistischer Emanzipationspolitik entwickeln? Es gibt einen sehr schönen Aufsatz, den ich wirklich empfehlen kann, von David Harvey, US-amerikanischer Marxist und Geograf, einer der besten Kenner des Kapitals, des Buchs.
Der heißt, den antikapitalistischen Übergang organisieren. Ich glaube, der ist auch frei erhältlich als PDF im Internet. Den hat er geschrieben für das Weltsozialforum, ich glaube 2009. Und Herr David Harvey stellt eben genauso eine Frage. Ja? Wir wollen Emanzipationsprozess. Wir wissen, dass viele Grundannahmen des Sozialismus nach wie vor richtig sind. Ja? Also Grundannahme zum Beispiel, die die Sozialisten ja auch von den Anarchisten unterscheidet, dass, dass die Eigentumsfrage zentral ist, dass die Eigentumsfrage auch immer eine Machtdimension hat, dass der Staat nur ein Ausdruck der Eigentumsverhältnisse ist. Ja? Also das, sagt Harvey, bleibt richtig. Aber nichtsdestotrotz ist der Staat als Instrument offensichtlich wenig geeignet, um Emanzipation in Gang zu setzen. Wie kann es dann zu einem Übergang kommen, hin zu einer anderen Gesellschaft? Und er redet davon, lass uns doch mal angucken, wie der Kapitalismus aus dem Feudalismus hervorgegangen ist. Und er sagt, da gab es eigentlich 7 Übergangsmomente. Ja? Die sagt, das beschreibt er dann ein bisschen abstrakt. Nämlich technologische und organisatorische Formen von Produktion, Konsum, Naturbeziehungen, gesellschaftliche Beziehungen, auch da sind geht so viel, kulturelle Vorstellungen der Welt, Arbeits- und Produktionsprozesse, institutionelle und rechtliche Arrangements, also sozusagen staatliche Formen von Staatlichkeit und Recht und alltägliche Lebensführung, ja, also und gesellschaftliche Reproduktion, also Alltag. Er sagt, als der Kapitalismus entstand, haben sich diese Dinge miteinander verbunden, also das Bürgertum hat zum Beispiel für neue Formen des Rechts gekämpft, aber gleichzeitig haben sich auch neue Produktionsformen durchgesetzt. Es gab eine Philosophie, die andere Naturbeziehungen, instrumenteller Art, ihr wisst, dass der Kapitalismus sich dadurch auszeichnet, dass er die Natur sehr stark zu instrumentalisieren versucht und zu ökonomisieren versucht. Aber auch andere Formen der Lebensführung, ja. Großfamilie wurde abgelöst durch eine bürgerliche Kleinfamilie zum Beispiel. Ja? Diese Dinge haben sich verdichtet und daraus konnte der Kapitalismus entstehen. Es gab also keinen zentralen Knackpunkt, wo der Kapitalismus entstand. Und Harvey sagt, eigentlich kann eine sozialistische oder kommunistische Gesellschaft auch nur so entstehen. Die kann nur dadurch entstehen, dass sich verschiedene Momente der Transformation verbinden und gegenseitig verdichten. Und das ist natürlich klar, dass da nicht nur eine linke Akteur drin ist. Also wenn jetzt zum Beispiel über andere Naturbeziehungen gesprochen wird, wird ja viel gesprochen, an vielen Ecken der westlichen Welt wird über andere Naturbeziehungen geredet, dann ist es keineswegs so, dass das in erster Linie forciert würde von der Linken, sondern es wird von was ökologischen Gruppen ins Gespräch gebracht und so weiter. Ja, also es gibt die Aufgabe der Linken wäre David Harvey zufolge eher diese verschiedenen Momente sichtbar zu machen und in Beziehung zueinander zu setzen, ja, und darüber zu reden und die auch vielleicht auch zu kritisieren, aber ja, das müsste sozusagen das Anliegen sein, auch den Blick wieder zu öffnen, was eigentlich alles gesellschaftliche Transformationspraxis ist. Und da gibt es noch einen anderen Autor, den ich sehr empfehlen kann, auch wenn das die Schablone jetzt ein bisschen simpel aussieht, Eric Olin Wright's Reale Utopien, Envisioning Real Utopias, das ist ein ganz tolles Buch, das ist ein Soziologe, habe ich gerade schon gesagt, weiß ich nicht, also ein US-amerikanischer Soziologe, der eben auch in den Mittelpunkt eigentlich seiner Auseinandersetzung stellt, die Frage der Überbewertung des Staates. Ne? Er sagt, eigentlich wurde Sozialismus eben als Staatsprojekt begriffen und man kann eigentlich oder könnte gesellschaftliche Verhältnisse eben in diesem Dreieck beschreiben, ne? Ermächtigung von Kapital oder Staat oder Gesellschaft. Und es ist eigentlich klar, dass Ermächtigung von Staat oder Kapital, also von Kapital ist ja logisch, dass das kein sozialistisches Projekt ist, aber eben auch die Ermächtigung des Staates nicht das sozialistische Projekt ist, sondern dass es darum gehen müsste, strategisch Gesellschaft gegen Staat und gegen Kapital zu ermächtigen. Natürlich die Frage, wer ist die Gesellschaft? Ja, die Skinheads, sächsische Schweiz sind ja auch Teil der Zivilgesellschaft, genauso wie, oder im Beispiel der USA, Ku Klux Klan ist auch Teil der Gesellschaft, wie Community-Organisationen progressiven Zielen. Also das ist natürlich ein sehr schwammiger Begriff, das weiß Eric Olin Wright auch selber, aber er will damit erstmal den Denkprozess auslösen, den Impuls setzen, wir müssen Sozialismus oder emanzipatorische Projekte immer aus einer gesellschaftlichen Perspektive denken. Nie aus einer technischen oder administrativen Perspektive von Staat. Und da sagt er noch was ich sehr interessant finde, was eben auch vielleicht die Debatte so ein bisschen öffnen könnte. Er sagt, wir müssen eigentlich kapieren, dass es im 20. Jahrhundert drei Transformationsstrategien gab, drei große. Ja, es gab die symbiotische Strategie, die also eine reformistische Strategie war, der Sozialdemokratie, die geglaubt hat, man muss eigentlich in Harmonie mit dem Kapital, wäre eigentlich auch ein bisschen absurd gewesen, aber es war wirklich die Überzeugung der Sozialdemokraten, in Harmonie mit dem Kapital hin zum Sozialismus zu kommen.
Ja? Aber es wurde dann eben als allmähliches Transformationsvorhaben. Das scheint gescheitert, weil die Assimilationskraft, ja, und die Herrschaftsförmigkeit von Kapital und Staatlichkeit eben so einen Reformprozess dann auch immer an den entscheidenden Stellen blockieren. Aber auch die revolutionäre Strategie ist gescheitert. Ne? Leninismus, haben wir schon gesagt. Das führt einfach, ein Einbruch, der so tiefschürfend ist, führt dazu, dass die Situation, auch die materielle Situation, sich zumindest vorübergehend deutlich verschlechtert für die Bevölkerung. Das heißt aber auch, dann nimmt die Zustimmung ab. Ja? Wenn die Zustimmung abnimmt, dann muss ich das irgendwie mit Macht und Gewalt durchsetzen. Ja? Und diese Durchsetzung ist dann genau das, die autoritäre Politik, die den Staatssozialismus im 20. Jahrhundert ausgezeichnet hat. Das ist sozusagen eingeschrieben, teilweise in die revolutionäre Politik. Und letztlich aber auch das, was man, was er nennt es Interstitial, also sozusagen unterbrechende Strategie, Nischenpolitik, ne? Ja, die so projektorientiert ist, auch die ist eigentlich gescheitert. Also meint er zum Beispiel Genossenschaften oder diese anarchistischen Projekte, die sagen, na, wir ziehen uns einfach zurück und wir bauen einfach etwas anderes jenseits des Bestehenden auf. Auch das ist natürlich in einer gewissen Weise gescheitert, weil die gesellschaftliche Machtförmigkeit, die solche Projekte umgibt, ja weiter fortbesteht. Ja? Man kann sich also im besten Fall zurückziehen in so eine Nische und dann mehr oder weniger armen Verhältnissen existieren, aber ja, in dem Moment, wo die Umgebung das nicht mehr möchte, kann sie das auch zerstören. Jetzt sagt Eric Olin-Wright, na klar, diese drei Transformationsstrategien sind das, was wir haben und wir können wahrscheinlich auch nicht viel Neues erfinden. Ja? Weil man kann die Welt nicht viel anders verändern als auf diese drei Weisen. Ja? Aber er sagt, man kann den Zusammenhang anders setzen und anders neu definieren. Man kann also die Verbindung von Reform, Revolution und eben so nischenhafter Politik neu denken. Und ja, klar, geht das schon in die Richtung von dieser Hegemonie-Diskussion. Gramsci kennt ihr vielleicht auch, Gramscis Hegemonie-Theorie, die ja darauf setzt, dass man gesellschaftliche Machtverhältnisse schrittweise ändert, bis dann irgendwann auch die Möglichkeit eines tiefgreifenden oder revolutionären Bruchs sich ergibt. Ne? Das war ja so die Vorstellung von Gramsci. Das ist jetzt nichts ganz Neues, was Harry Cohen-Wright da vertritt. Das will er auch, er macht es auch kenntlich, auf was er sich da bezieht. Aber nichtsdestotrotz scheint mir das sehr interessant, weil es darauf hinweist, dass man die klassischen Strategien vielleicht anders diskutieren könnte. Bisher wurde sie ja immer sehr stark im Widerspruch zueinander debattiert. Gut, das lasse ich aus und damit lasse ich einfach stehen. Also ich glaube, ich habe hier keine Bedienungsanweisung liefern wollen, schon gar nicht für den Sozialismus, aber auch nicht darüber, wie man die Debatte um die sozialistische Utopie wieder in Gang bringt. Aber ich glaube, in dieser einen Stunde und 10 Minuten hoffentlich so einige Problemfelder aufgerissen zu haben, die jetzt vielleicht auch eine Diskussion mit euch ermöglichen. Ihr habt das Wort. Und ich würde vorschlagen, dass wir mal 3, 4 Kommentare, Fragen sammeln, damit es nicht so hin und her gleich ist. Dann geht's los, der Herr Weißhelm mit der Brille. Ich weiß nicht, wo das Preis ist, aber okay. ja, das beginnt auch ein schönes Fach, das mir vorne eingefallen ist. Auf dem Gradteil des Kapitalismus zu stehen, zu viel war nicht genug. Am besten langer Volker Bismarck. Und die Frage ist jetzt, okay, das Ende des Kapitalismus denken. Aber ich habe da sehr viele schöne Ansätze gesehen, aber aus meiner Sicht wird das hier in diesem Land nicht realisierbar sein. Weil wir sind eine sedierte Gesellschaft. Warum sollte sich gerade unser Staat hier auf die Fahne schreiben, Emanzipation zu fördern, geschweige denn überhaupt das anzustoßen? Abwälzen der Kosten auf die Unterschicht, das haben wir in Griechenland auch schon. Das ist alles sichtbar, alles noch angesprochen wurde, was halt in Lateinamerika gemacht wurde. Mit unserer Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, ist schlicht und ergreifend, das war natürlich nicht durchführbar. Okay, die hier drin sitzen, für uns ist das okay, sagen wir, okay, wir können was machen. Die Masse ist jetzt hier zum ATL 2 und Pro7 Sat 1. Wie wollen wir die Menschen erreichen? Wie wollen wir den Menschen klar machen, dass sie im Endeffekt das ausbaden, was unsere sogenannten gewählten Vertreter in die Scheiße getrieben haben? So, ja. Wäre jetzt mal meine Frage hinten raus. Weil ich glaube, da muss es losgehen. Die Leute, die es wirklich betrifft, mitzunehmen oder abzuholen.
Ja, Raoul, du hast natürlich Rednerin recht, ja? Das heißt. Ich möchte gerne erst mal. Achso, du willst erst sammeln, okay. Ich würde gerne ein bisschen noch mehr einbinden. Ja, bitte. Ja, das ist jetzt, glaube ich, so ein, fast schon ein Gegenargument gegen das, was gerade gesagt wurde, weil ja auch so also ankam, dass sozusagen die Emanzipation von unten gedacht werden muss, also von der Gesellschaftsebene her, und man sich gar nicht auf den Staat so stark verlassen kann. Und meine Frage wäre jetzt einfach, weil das schon auch bei anderen Fragen durchgedrungen ist, die ich mir gestellt habe, im Prinzip auch zur Migration, wo man sich einfach die Frage stellt, wie kann man dieses System sozusagen, das bestehende System, das staatliche System dazu formieren, dass es sich kontinuierlich vielleicht sogar transformiert und ständig offen ist für neue Ideen und nicht halt auf dem Status quo, sobald Gesetze manifestiert sind, versucht diesen Augen zu halten. Mein Staat ist ja sozusagen ein Konstrukt, eine Verfassung mit Gesetzen, und man sozusagen, sobald man neue Ideen hat, Staatsrat ist, so wie das, also mal spitz ausdrücken, sozusagen dann eine richtige Reformierung gar nicht möglich ist. Die Frage ist, wie baut man, also im Prinzip die letzte Frage, wie baut man diese Transformation von den Menschen in ein Staatswesen, ein institutionelles Wesen ein? Philipp? Ich habe mal noch eine weitere Frage, die jetzt ein bisschen unabhängig von deiner Frage, aber trotzdem ist. Und zwar, du hast ja von vielen Gemeinschaftsprojekten gesprochen, sowohl Commons als auch Open Source, diese gesamte Internet, die gesamte Internetprojekte, die teilweise kostenlos sind. Und ich frage mich, warum, oder hast du vielleicht eine Idee, warum solche Projekte auf einer Internetbasis ja relativ gut sich auch selbst organisieren können, während Wohnprojekte oder Agrarcommons oder so weiter und so weiter ja immer auf eine relativ kleine Mitgliederanzahl beschränkt sind und sozusagen nicht eine gewisse Größe erreichen können. Oder zumindest zur Zeit noch nicht erreichen. Also wo siehst du da vielleicht Probleme? Oder? Noch eine Frage direkt zu Venezuela. Nee, fangen wir mal an mit einer Wohnungsgenossenschaft, die ich mal mitgegründet hatte vor 10 Jahren. Und die erstes. Also die Gründung, das war ziemlich eine schwierige Geschichte, das ist nicht so einfach, sowas zu gründen in Deutschland. Die Randbedingungen sind schon schwierig und gescheitert ist es dann letzten Endes an diesem idiotischen Verkauf von dem ganzen Dresdner Wohnungsbestand an die Kackflaschen. Ja, und dort hätten wir aber so in diesem Prozess, hätten wir dort eine ganze Reihe von Randbedingungen sagen können, die uns das, wenn die geändert würden, die das eigentlich erleichtert hätten. Und deswegen. Und ich habe gehört, dass es in Venezuela auch so Bestrebungen gab, zum Beispiel die Wirtschaftsgründungen da ein bisschen auf die Beine zu helfen. Und das ist ja völlig in die Hose gegangen. Also da waren einfach die Leute nicht dazu da, oder gab es da einfach niemanden, der da wusste, an welcher Schraube man drehen kann bei den Gesetzen, dass das ein bisschen Vorteile hat, wenn man sowas macht. Das wäre mal interessant zu wissen, wie sagen wir, wenn aus dem Staat da irgendwelche rechtlichen Randbedingungen sich ein bisschen ändern, mit welcher Geschwindigkeit man sowas in Gang setzen könnte eigentlich. Okay, es waren jetzt 4. Das ist klein dazu noch. Also er hat die Frage schon gestellt, bloß ein Beispiel. Also ich kenne mich da auch nicht so gut aus, habe ich das nur gelesen mal irgendwo, ich kenne jetzt gar nicht mehr die Quelle, aber da wurde gesagt, dass also über so ein Gesetz zu den selbstverwalteten Betrieben 7 Jahre diskutiert wurde, ohne dass man zu einem Abschluss gekommen ist. Basisinitiativen, wie die Zusammensetzung war, weiß ich nicht genau, bis dann Chavez das im letzten oder vorletzten Jahr seiner Regierung an sich gezogen hat und dann eine Kommission eingesetzt, die er dann auch besetzt hat, um da zu einem Ergebnis zu kommen. Also eigentlich dieselbe Frage. Also mein Gedanke ist so ein bisschen, auch weil ich an Barbara Frühling denke und so, dass ein Staat nie unbedingt, natürlich hat er so retardierende Momente und die Bürokratie und die wollen ihre Privilegien nicht verlieren, aber ist es nicht auch besser, wenn man da so einen Staat hat, der sowas unterstützt, als jemand, der das generell bekennt? Ich würde gerne noch eine Frage äußern, speziell jetzt zu den Fehlern nochmal. Mich würde interessieren, wie das nach dem Tod von Chavez jetzt einfach weitergeht, weil die Erfahrung oder das, was ich von dort mitbekommen habe, ist, dass es schon sehr stark in so einem Personenkult einfach auch in dem im Verhältnis Staat-Gesellschaft irgendwie auch viel. Genau. Würde mich einfach aus der Perspektive, die vielleicht ein bisschen mehr interessieren. Also die erste Frage war, der Staat, du hast ja formuliert, der Staat will keine emanzipatorische Politik, natürlich will er das nicht, das ist ja die Aufgabe des bürgerlichen Staates. Ja, die Aufgabe des liberalen Staates ist es, zu verhindern, dass die Fundamente des Liberalismus in Frage gestellt werden. Die Fundamente des Liberalismus sind jetzt nicht nur die
Bürgerrechte, sondern ein Fundament des Liberalismus sind vor allen Dingen auch Eigentumskonzentration, also das Recht darauf, Eigentum an Produktionsmitteln in der Hand zu haben und andere davon auszuschließen und eben auch Eigentum, der vorher Allgemeineigentum war, in Privateigentum zu verwandeln. Das ist ja die Geschichte des Liberalismus, wird uns immer so gedichtet, dass das ein wunderbarer demokratischer Prozess war, der den Liberalismus dann im 17., 18. Jahrhundert zum Sieg verholfen hat, wenn man sich anguckt, was das für faktische soziale Prozesse waren, dann waren es unglaublich gewalttätige Prozesse, die damit einhergingen. Also die Einhegung des Gemeinbesitzes, das ist einhergegangen mit einer unglaublichen Massenverarmung. Das war unglaublich brutal, ne? Also wie die Bürger, die bestehende bürgerliche Gesellschaft in Schottland zum Beispiel Gemeineigentum, Commons, ja, Allmende, Weideland, der dort lebenden Bauern, der Bevölkerung, mit Hilfe von britischen Soldaten verwandelt hat in Privateigentum von Lords, was dann auch nicht nur, was nicht unbedingt Ziel war, sozusagen Kapitalismus durchzusetzen, sondern was sich dann so zusammengefügt hat, denn die abgewanderten Leute waren dann die Leute, die als Industriearbeiter zur Verfügung standen und was die Wolle, die Schafwolle, die dann auf den ehemaligen allgemeinen Bauernland, Allmendeland hergestellt worden ist, die ist dann verwendet worden in den Textilfabriken. Also die ganze Entstehung der bürgerlichen liberalen Gesellschaft ist ein extrem brutaler Prozess und der Staat, der damals entstanden ist, der hat zwar einige Momente, die fortschrittlicher sind oder demokratischer sind als der Feudalismus, aber es ist nicht so, dass der Liberalismus als solches eine demokratische Form wäre. Und man kann sogar eigentlich, Chantal Mouffe zeigt das auch aufweisen, dass Demokratie und Liberalismus bis zu einem gewissen Punkt auch im Widerspruch zueinander stehen, ideentheoretisch. Also deswegen ganz klar, also der bürgerliche Staat will nicht, dass sich die Emanzipation durchsetzt, aber der Staat ist natürlich auch, und das lohnt sich auf einen anderen Theoretiker zu verweisen, der es wirklich wichtig ist zu lesen, Poulantzas, Nico Poulantzas, der ist ein marxistischer Staatstheoretiker der 60er, 70er Jahre, der hat den Staat als eine Verdichtung von Kräfteverhältnissen bezeichnet, hat gesagt, natürlich ist der Staat dazu da, im Sinne von Eliten, von Eigentümereliten für Sicherheit, für Kontrolle zu sorgen, aber gleichzeitig drücken sich soziale Kämpfe in diesem Staat auch aus. Und der Staat muss Leute auch einbinden. Ne? Man muss also zum Beispiel über eine Gesetzgebung die Leute auch sozial mit ins Boot holen, ne? Zum Beispiel. Und Arbeitsschutzgesetzgebung und so weiter. Also insofern ist es so, dass der Staat durch gesellschaftliche Kämpfe, also da nochmal der Perspektivwechsel, natürlich auch verändert wird. Und nicht unbedingt dann revolutioniert wird, aber zumindest können sich dadurch dann auch wieder Kampfbedingungen erleichtern, dass ein Gesetz durchgesetzt wird, das die Gründung von Gewerkschaften oder von Basisorganisationen erleichtert oder von Genossenschaften erleichtert, dann ist auch wiederum möglich, dass die Leute von unten noch mehr erreichen und noch mehr erobern, ja, was dann natürlich irgendwann auch wieder zu einer Gegenreaktion führen wird. Jetzt sagst du, die Leute hier in Deutschland haben dazu keinen Willen und jetzt ist aber die Frage, ich meine, klar, mir ist auch bewusst, dass die sozialen Kämpfe hier nicht so massiv sind, dass es uns begeistern würde, aber auf der anderen Seite, sag mal, hört sich das immer so an, als ob das ein genetisches Problem in der deutschen Bevölkerung gäbe. Und das ist natürlich auch Quatsch. Es gibt eine konkrete historische Erfahrung in Deutschland, ne, die hat natürlich viel damit zu tun, mit preußischen Autoritarismus, dann nachher auch mit Faschismus, der wesentlich auch eine starke arbeiterische und emanzipatorische Bewegung zerschlagen hat, der auch die ganze kritische Intelligenz vernichtet und verjagt hat. Und das ist natürlich was bis heute die Verhältnisse bei uns bestimmt. Aber das ist jetzt, was ist die Alternative? Soll man jetzt sagen, okay, dann hat man nichts mehr zu machen, dann kann man auswandern, vielleicht auch eine schöne Option. Aber wenn man nicht auswandert, dann ist es so klar, dass man mitwirken muss, um die Gesellschaft im eigenen Sinne, im emanzipatorischen Sinne zu verändern. Und natürlich gibt es da unzählige Ansatzpunkte auch in Deutschland, die gar nicht so schlecht sind. Ja? Also es gibt ja auch hier soziale Erfahrungen, soziale Projekte, die wurden die Leute in anderswo durchaus für beneiden. Ja? Also ich war gerade in Argentinien, das ist ganz lustig, weil wir uns in Deutschland immer über die besetzten Fabriken in Argentinien unterhalten. Und ich habe mich in Argentinien unterhalten über unser Wohnprojekt. Und dann hat mir die Frau aus die Argentinierin gesagt, ja, sowas könnt ihr nur in Deutschland und in Berlin. So alternative Wohnprojekte.
was natürlich, also was so zeigt, also es gibt da so eine Tendenz dazu, die Dinge, die stattfinden, nicht genug zu würdigen und wahrzunehmen und anderes, außer, was außerhalb liegt, zu idealisieren. Konkretes Projekt oder konkrete Projekte, die, die in dem Zusammenhang mehr erwähnenswert erscheinen, wären zum Beispiel, weil ich jetzt vorhin nur über die digitale Konferenz gesprochen habe, wären zum Beispiel eben genau diese Sachen von den Wohnungsbaugenossenschaften. Die sind ja nicht nur, oder die Wohnungsgenossenschaften als solche, die sind nicht nur eine Form sozusagen der Verwaltung oder städtischen Eigentums gewesen, quasi städtischen, quasi öffentlichen Eigentums, sondern es gab ja auch und gibt ja auch nach wie vor Genossenschaften, die tatsächlich von den Leuten kontrolliert werden, die in ihnen wohnen. Ja? Die also nicht durch irgendwelche Verwaltungsapparate kontrolliert werden, sondern direkt. Da gibt es traditionelle sozialdemokratische, ja? Bei uns in der Nachbarschaft in Neukölln habe ich früher immer nur darüber gelacht, das waren für mich immer so ein bisschen die Spießer, weil die immer so die einzigen waren, die so ihren Kiez in Neukölln sauber gehalten haben. Heute finde ich, sieht man, dass das nach wie vor eine totale Errungenschaft ist. Das ist die einzige echte Immobilienbremse bei uns im Bezirk. Neukölln ist extrem aufgewertet worden. Wir haben jetzt mittlerweile höhere Neuvermietungspreise als am Kudamm, wirklich wahr, weil die ganzen skandinavischen Touristen da bei uns wohnen wollen, weil es ein Party- und Ausgehbezirk ist. Und das hört da auf, wo die Wohnungsgenossenschaften anfangen. Ja? Und auch ist im Übrigen auch ganz interessant, weil diese Wohnungsgenossenschaften offensichtlich auch so eine Bremse sind gegen diese Verwahrlosung von Wohnbezirk. Ne? Eine Verwahrlosung geht ja oft einher mit Verarmung. Das ist eben auch eine innere Verwahrlosung, dass man eben nicht mehr darauf achtet, wie man selber aussieht, wie das Haus aussieht, in dem man wohnt und so. Und das ist zum Beispiel da auch anders. Also, aber es gibt diese Sachen eben auch von Projekten. Also wir haben zum Beispiel ein Hausprojekt gegründet, wo man eigentlich, finde ich, ganz gut sehen kann, dass niederschwellig die ganze Zeit alternatives oder vielleicht sogar ein bisschen widerständiges Verhalten nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll ist. Ja? Also diese die verteuernden, wir sind sozusagen ausgestiegen aus dem Wohnungsmarkt, ja? Aus dem freien Wohnungsmarkt. Wir haben wir haben uns zwei Häuser gesucht und die überführt, oder sind dabei, die zu überführen im Gemeineigentum. Ja? Also kein eigentumsorientiertes Genossenschaftswohnen, das gibt es ja auch, dass du sozusagen deine Wohnung für dich selber kaufst, sondern dieses andere Modell, und das ist das eben das Interessantere, meiner Ansicht nach, das gemeinwirtschaftliche Modell ist, dass du mit deiner Miete dafür sorgst, dass dieses Haus oder diese Wohnung verwandelt wird in Gemeineigentum. Und da gibt es mittlerweile auch Zusammenschlüsse. Es gibt zum Beispiel das Mietshäuser-Syndikat, das glaube ich inzwischen 200 Projekte dabei hat. Es gibt natürlich bestimmt noch ganz viele andere Praktiken, die ich nicht kenne, ja, und die vielleicht auch vergraben sind, weil das irgendwie seit 50 Jahren etabliert ist und wo wir gar nicht mehr darauf achten, dass es immer noch ein super Modell ist. Ich will nur sagen, natürlich gibt es konstante Möglichkeiten, zum Beispiel der totalen Wertsetzung des öffentlichen Lebens, sich zu entziehen. Ja? Also zum Beispiel Wohnraum, dass der und öffentliche Raum, dass die nur zur Verfügung steht für die Leute, die Geld haben. Natürlich gibt es Strategien, sich dem zu entziehen. Und oft ist es sogar so, dass wenn du so ein Projekt machst, dass du danach billiger wohnst und nicht nur angenehmer wohnst und nicht nur demokratischer wohnst, sondern zum Teil eben nach einer Anlaufzeit auch billiger wohnst. Also insofern will ich sagen, will ich das relativieren. Also ich meine, ich will jetzt hier nicht sagen, ich hätte irgendwie was anzupreisen, was das tolle Projekt ist. Das muss jeder auch selber für sich herausfinden. Aber es gibt wirklich auch in Deutschland unzählige Projekte, die sehr interessant sind, ja, von kommunitären Gärten, von Initiativen, die dafür sorgen, dass kommunale oder das Wasserversorgung wieder rekommunalisiert wird, Energieversorgung jetzt in Berlin rekommunalisiert wird, ja, dass Plätze einfach auch sich angeeignet werden, ja, Plätze, die von der Stadt vorgesehen sind oder teilprivatisiert sind, dass die Leute sich die zurückholen. Also es gibt wirklich viele Widerstandspraktiken. Es geht natürlich darum, auf breiter Ebene und da, wo es eben möglich ist, Gemeineigentum gegen den Markt oder gegen die Logik des Marktes, der Wertsetzung zu stärken. Jetzt hast du dich gefragt, wie lassen sich Transformationsmomente, das haben ja mehrere gefragt, wie lassen sich so Transformationsmomente in den Staat einbauen? Ich glaube, also meine Antwort wäre, was wird, wenn, wird es nicht eingebaut dadurch, dass wir irgendjemanden wählen, der dann irgendwie im Parlament irgendeine Initiative einbringt, sondern es wird erkämpft. Ja? Und das Interessante ist, dass das natürlich schon wichtig ist, oder sehr wichtig sein kann, sehr produktiv sein kann, wenn es gut, wenn es entsprechende Gesetze gibt. Also ich glaube, dass man manchmal mit kleinen Stellschrauben große Dinge bewirken kann. Also wenn es zum Beispiel wirklich ein Gesetz gäbe, das systematisch die Gründung von Genossenschaften fördert oder begünstigt, dann kann das einen Prozess in Gang setzen, der sich ausweitet. Ja? In Venezuela hat man genau so eine Gesetzgebung verabschiedet. Warum hat es dann nicht funktioniert? Da haben sie
eine Kampagne gemacht, unglaublich viel Geld verteilt. Dann haben sich 200.000 Kooperativen sind gegründet worden innerhalb von mal einem Jahr und davon existieren heute vielleicht, ich weiß nicht, lass es 5.000 sein. Ja? Wahrscheinlich sind es noch weniger. Dabei gibt es in Venezuela eigentlich sehr gut funktionierende Genossenschaften, zumindest in einer Stadt, Barquisimeto, die allerdings in den 70er Jahren entstanden sind und die heute zu den erfolgreichsten Unternehmen in Venezuela gehören. Warum ist es einerseits nicht gelungen, mit Staatshilfe das aufzubauen, andererseits anderen Leuten gelungen? Und das Interessante ist, dass diese andere, alte Kooperative nach wie vor sehr horizontal, also sehr ursprünglich eigentlich funktioniert. Die haben immer noch Vollversammlung. Die versuchen also immer noch wirklich basisdemokratisch alles zu entscheiden. Das ist eine Genossenschaft mit mehreren tausend Genossenschaften. Warum ist es bei dem einen Fall gelungen, beim anderen nicht? Da lag es, glaube ich, in Venezuela maßgeblich auch daran, an dieser Perspektive vom Staat ausgehend. Ja? Also die andere Perspektive, die andere Genossenschaft, die alte Genossenschaft, musste durchgesetzt werden gegen den Staat. Ja, die haben angefangen mit Kämpfen gegen Buspreiserhöhung und haben dann gesagt, wir gründen ein eigenes genossenschaftliches Busunternehmen. Und das hat der Staat dann irgendwie versucht zu platt zu machen. Dann haben sie sich auf andere Tätigkeitsfelder verlagert und haben die Genossenschaft aber über die Zeit gerettet. Und das ist dann, die Leute wussten, warum sie es machen, und die Leute haben es auch deshalb dann auch verteidigt und auch mit einer Überzeugung bis heute verteidigt. Die anderen Projekte, die vom Staat so begünstigt worden sind, waren oft nur eine Strategie, um an öffentliche Gelder zu kommen. Und vor allem auch von vielen Leuten so gemacht, die keine klaren Vorstellungen davon hatten, was es bedeutet, eine Genossenschaft oder eine Kooperative zu gründen. Also daran sieht man, glaube ich, dass es da nicht so ein quantitatives Wachstum geben kann, sondern eher so ein qualitatives Wachstum geben muss. Es muss sozusagen sich ausbreiten als eine widerständige gesellschaftliche Form, die von unten getragen wird. Und da ist es natürlich dann sehr wichtig, dass es auch entsprechende Gesetze gibt. Also ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man dafür kämpft, dass es auch, oder ich bin sehr dafür, dass man dafür kämpft, dass es auch, dass es Reformen gibt, ja, Gesetzesreformen, Steuerreformen, wahnsinnig wichtig. Das wichtigste, effizienteste Mittel zur Umverteilung von Reichtum in der Gesellschaft ist nach wie vor Steuer, Einkommensteuer. Also, das, wo man immer nur denkt, naja, da gibt es nur Prozente. Das sind die entscheidenden Sachen. Wenn man nicht möchte, dass es Supermillionäre gibt, dann ist es ein Riesenunterschied, ob es Spitzensteuersatz 39 oder 52% gibt. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ganz wichtig, das ist ein zentrales Feld. Also, betone ich so, weil es mir früher gar nicht so klar war, aber jetzt in Lateinamerika, wenn ich so beobachtet habe, was es bedeutet, wenn es keine Steuern, keine richtigen Einkommensteuersysteme gibt, wie wichtig dann so eine konkrete Reformpolitik ist. Aber was ich eben auch glaube, so Reformen müssen gar nicht unbedingt immer von Linksregierungen gemacht werden. Manchmal ist es auch so, dass der gesellschaftliche Druck so groß ist, dass er die Rechte dazu zwingt, linke Reformen zu machen. Das ist dann manchmal sogar produktiver, ja? Weil die Leute dann nicht die Erwartung haben, jemand erledigt irgendwas für mich, sondern die Leute sagen, wir müssen Druck aufbauen, das sind nach wie vor unsere Gegner, ja? Die regieren gegen uns, aber wir treiben sie vor uns her. Also das denke ich, meint auch David Harvey, wenn er sagt, es geht darum, rechtliche Arrangements zu verändern, ja? Institutionelle Regelungen, aber eben nicht aus der Regierungsperspektive. Ich glaube, also, wenn ich es richtig verstanden habe, waren es so die Einwände, die er hatte. Und die letzte Frage, so wie das jetzt in Venezuela ohne Chavez weitergeht, ja, das ist natürlich eine riesige Frage, die habe ich, glaube ich, natürlich gar keine Antwort drauf. Ich glaube, da muss man vorwegschicken, dass ich bis 2002 überhaupt nicht vom Chavismus überzeugt war. Und auch gar nicht geglaubt habe, dass der links wäre. Und obwohl ich Venezuela ein bisschen kannte, schon seit den 80ern und immer wieder da gewesen war. Und ich habe dann irgendwann begriffen oder für mich mir eingestanden, dass es manchmal Veränderungsprozesse in anderen, eine andere Form annehmen, als man das selber so für richtig hält oder so erwartet. Also natürlich ist es eigentlich eine autoritäre Struktur, wenn man zum Überführer hat. Wenn alle sich auf den Überführer beziehen und alle immer darauf warten, was der Überführer sagt. Ist ja eigentlich klar, dass das irgendwie nicht... Aber in Venezuela im Konkreten war es eigentlich die ganze Zeit immer sehr produktiv. Ja? Also Chavez war irgendwie ein Typ, der auch, weil er aus der Unterschicht kam, für Leute aus der Unterschicht immer erreichbar war. Und zwar, obwohl er der Regierung vorstand, gehört er irgendwie nicht so richtig zum Staat. Also die Leute haben gesagt, ich bin gegen den Staat, gegen die Regierungspartei und gegen diese ganze korrupte Vetternwirtschaft, aber ich bin für Chavez. Und das hat sich aber eben auch in die andere Richtung. Also wenn es gab zum Beispiel in Venezuela, oder gibt es seit einigen Jahren, seit zwei, drei Jahren, eine ganz tolle Bewegung, die nennt sich Movimiento de Campamentos de Pioneros.
also Pioniercamps, komische Formulierung, das sind Landbesetzungen in der Innenstadt, ja, von Brachland. Und es gibt ja einen unglaublichen Wohnungsmangel in Venezuela. Und die Lösung der Regierung ist, Sozialbauwohnungen hinstellen. Ja? Kaufen also bei Iran und Brasilien und irgendwo für unglaublich viel Geld, lassen sie sich dann eben Sozialbauwohnungen bauen. Und das natürlich, öffnet natürlich der Korruption Tür und Tor. Ne? Das ist ja klar, das ist, also Bausektor ist immer das, wo am meisten Geld verschwindet. Und die Leute in dieser Bewegung sagen, wir wollen nicht, dass der Staat uns Sozialbauwohnungen baut. Wir wollen selber bauen, wir wollen selber gestalten, aber wir wollen, dass der Staat uns das finanziert. Weil der Staat verfügt über die Mittel, die uns als Nation gehören. Ja? Wir haben Anspruch aufs Geld, aber wir wollen nicht, dass er für uns die Probleme löst. Ja? Das heißt, sie haben also gesagt, wir besetzen das Land und haben als allererstes natürlich auch ein Chavez-Plakat an die Wand gepinnt und haben gesagt, ja, wir sind Chavistas und wir wollen mit unseren Präsidenten reden, wir wollen ihm erklären, warum wir das machen. Wir wollen sozialistische Viertelgründe. Und das ist wirklich super, weil die Projekte, die ich besucht habe, oder das Projekt, das ich besucht habe, die haben also wirklich, das ist über 6 Monate erstmal nur über ihre Situation, über ihre soziale Situation als Leute in den armen Vierteln gesprochen. Die haben also gar nicht über konkrete Sachen geredet, sondern erstmal nur über sich selber, wer sie sind, wie sie zusammenkommen wollen oder wie sie zusammenarbeiten wollen. Und dann haben sie erst angefangen, sich architektonisch zu überlegen, wie sie das Viertel gestalten. Und jetzt wird es gebaut. Ja? Und es gibt ungefähr, wenn ich richtig in Erinnerung habe, 100 solcher Besetzungen in Venezuela. Es geht also schon um mehrere 10.000 Leute, die dann danach in solchen kommunitär von unten gestalteten Vierteln wohnen sollen. Weiß man natürlich nicht, ob alle danach dann auch gut funktionieren werden, das ist immer noch mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist es sehr interessant, weil das eben auch zeigt, das war unter Chavez möglich. Ne? Also die Leute haben direkt mit dem Präsidenten geredet, es war wirklich so, die haben sich direkt mit dem getroffen und gesagt, wir wollen Geld dafür, und dann hat er gesagt, okay, dann mach ich einen Sondertopf. Ja, vorbei am, genau was wir vorhin gehört haben, wenn wir das durchs Parlament schicken, das dauert 7 Jahre, nee, wir machen einen Sondertopf. Und dann hat er mit seiner klassischen Zeigefingerpolitik dann gesagt, zu seinem Vizepräsident Elias, sorgt du dafür, dass wir einen Sondertopf mit 20 Millionen einrichten. Ich sage es jetzt mal so ungefähr, ja? Also so ein bisschen größenwahnsinnig, aber auch gleichzeitig auch wieder eben so, dass es wirklich Sachen ermöglicht hat. Und jetzt, wie wird es weitergehen ohne ihn? Ich glaube, dass die jetzige Führung oder die Leute, die jetzt der Regierung vorstehen, erstens wahrscheinlich diese Perspektive nicht so haben, obwohl der Nicolás Maduro ja auch aus einfachen Verhältnissen kommt und vielleicht das sogar verstehen würde, aber der auch nicht, also der hat sich nie so dadurch ausgezeichnet, dass er nah bei den Leuten war. Und dann die andere Frage ist aber auch, dass er das wahrscheinlich gar nicht so einfach durchsetzen könnte. Ja, weil die Widerstände, die Staatsbürokratie möchte sowas ja nicht. Die Staatsbürokratie möchte ja nicht, dass die Leute sich selbst ermächtigen. Weil eine Bürokratie wird dadurch verdrängt. Wenn Leute sich selber ermächtigen, wird eine Bürokratie überflüssig, tendenziell zumindest. Deswegen muss eine Bürokratie immer dafür sorgen, dass die Leute sich nicht zu sehr ermächtigen. Ja? Und deswegen werden die das versuchen zu verhindern. Und Chavez konnte halt immer sagen, nö, das setzen wir jetzt mal durch, weil das ist wichtig. Und jetzt ist es halt viel schwieriger durchzusetzen, weil die wirklich wichtigen, mächtigen Leute im Staatsapparat sind natürlich die anderen, sind natürlich die Bürokraten. Ne? Deswegen ist es ein sehr schwieriger Moment. Und dazu kommt auch, dass die wirtschaftliche Situation total kompliziert ist, dass der Bolívar sich im freien Fall befindet, also die Währung völlig abgewertet ist. Und deswegen ist völlig unklar. Ja? Also außerdem auch noch die Außen von außen wieder verstärkt irgendwie versucht wird zu destabilisieren. Also insofern ist es schon alles, muss man eher pessimistisch gestimmt sein. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das in der näheren Zukunft kollabiert oder einen neuen Umsturzversuch gibt, der dann irgendwie auch mehr Unterstützung in der Bevölkerung hat. Das war ja jetzt ja schon sehr knapp. Das war ja jetzt schon, dass wirklich viele für die Opposition gestimmt haben, obwohl es wirklich die neoliberale Opposition schon immer ist. Andererseits muss man auch sagen, Venezuela hat eigentlich so viele Wunder hervorgebracht. Das war nämlich die unpolitischste Gesellschaft ganz Lateinamerika. Fast, naja, also, aber wirklich, war wirklich fast die unpolitischste. Man merkte nichts von sozialen Bewegungen, man merkte nichts von der Linken in den 80er Jahren oder wenig. Chavez war am Anfang irgendwie Militär, der nationalistisch argumentiert hat. Also es waren so viele Dinge, dann gab es diesen Umsturzversuch 2002, wo man eigentlich auch schon völlig, also niemand hat mehr an den geglaubt, niemand hat geglaubt, dass Chavez das überleben würde, oder zumindest politisch überleben würde. Und das hat immer wieder Venezuela sozusagen durch diese schwierigen Situationen durchgekommen. Das stimmt mich dann ein bisschen optimistischer.
Aber im Großen und Ganzen ist die Situation schon sehr, sehr schwierig. Und das ist natürlich auch klar eigentlich. Ja. So ein Veränderungsprozess nutzt sich ab, und wenn es ihm nicht gelingt, nochmal eine ganz neue Etappe einzuleiten, dann ist auch klar, dass er irgendwann, also zumindest die Regierungstätigkeit, wer gewinnt schon 5, 6 Wahlen hintereinander? In welchem Land der Welt ist das in einer normalen Demokratie denkbar, dass immer wieder die Gleichung gibt? Also das ist, was entscheidend wäre, eben zu schauen, ob in Venezuela es gelingt, dass von unten diese Organisationen Bestand haben, dass die stärker werden. Oder dass die ihre Selbstständigkeit, ihre Autonomie gegenüber dem Staat wahren. Und ich finde es schon auch erstaunlich, wenn ich das als eine Alternative denke, dass diese Person, die eben so lange so eine prädestinierte Position innehatte, dass eben, ich weiß nicht, ob sie es geschafft hat, einfach sich auch von der eigenen Person zu lösen, ne? In der Möglichkeit, die das gab, da drin. Weil das im Grunde hängt ja auch, würde ich behaupten, vielleicht Bolivien ein Stück weit an Chavez mit dran. Und es ist so eine Person, auf der sich das so akkumuliert, und eigentlich, ob erst in dieser langen Regierungsperiode nicht hätte abgeben können auch. Ja, aber das wäre klar. Idealistisch, da hast du natürlich völlig recht, dass von Anfang an, ich hätte so, wenn man jetzt als theoretisch das gebaut hätte, hätte man sich anders zurechtgelegt. Aber in der Realität ist es halt so entstanden. Warum? Weil die Leute Unterschichten, da gibt es eine ganz interessante Theorien auch zum Populismus, von Ernesto Laclau in Argentinien, sehr guten Text zum Populismus, finde ich. Sagt, dass der Populismus an sich nichts Negatives ist, dass es aber auch damit zu tun hat, dass es kein gemeinsames Anliegen der Unterschichten gibt. Ja, anders als die marxistische Theorie vorhergesehen hat, die gesagt hat, die Arbeiterklasse kommt von selbst zusammen, weil die Arbeitsbedingungen in der Fabrik sie zusammenschweißen, bla bla bla, sagt Laclau halt, nee, das haben wir gesehen, dass es so nicht ist. Und deswegen muss die Gemeinsamkeit geschaffen werden. Und das kann nur diskursiv funktionieren. Und deswegen ist Diskurs und Rhetorik auch so wichtig im Populismus. Man muss ein Volk schaffen, das sozusagen, Volk klingt jetzt für Deutschland immer so nach Faschos, aber davon muss man daran erinnern, dass das auch im Deutschen ursprünglich ein Klassenbegriff war. Volk war abgesondert als Klasse von den herrschenden Eliten, und so ist es im anderen Sprachraum bis heute. People oder Pueblo, ja, der Pueblo ist immer die Unterklassen gegen die regierenden Eliten. Okay, also der Populismus beruht eben dann darauf, zu sagen, dass ein Volk von unten sich eben etabliert gegen die Regierenden oder die herrschenden wenigen. Und dafür brauchst du irgendwas, was diesen als Klammer fungiert. Ja? Und das nennt Laclau, das ist ein Sprachtheoretiker, der nennt es den leeren Signifikanten. Ja? Kennt ihr vielleicht Signifikant und Signifikat? Ja? Signifikant ist ein Wort, dem dann eine Bedeutung zugeschrieben wird. Ne? Die Sprachtheorie sagt ja, dass Worte erstmal keine Bedeutung haben, sondern die Bedeutung nur daraus ziehen, aus der Differenz. Ja? Also wir wissen, was ein Baum ist, weil wir wissen, was nicht der Baum ist. Richtig? Ja? Die einzige, warum wir die Lautfolge Baum identifizieren mit dem Baum, hat nur damit zu tun, dass wir uns im gesellschaftlichen Prozess verständigen darüber, dass BAUM all das ist, was nicht Baum ist. Ja? Das ist sozusagen die Methode, wie Sprache konstruiert wird. Und in der leeren Signifikanz ist eben der Begriff, der erstmal noch das Wort, das noch keine Bedeutung hat. Chavez hatte in den 90er Jahren null Bedeutung und wurde dann gefüllt. Oder Bolívar. Ne? Und der wurde natürlich dann auf ganz vielfältige Art und Weise. Für die einen ist er der venezolanische Nationalist, für die anderen ist er der Revolutionäre, manche sehen ihn als Maoisten, manche sehen ihn als Linksradikalen, manche sehen ihn als Indianer, andere sehen ihn als Afro. Ja, jeder kann sozusagen in ihn Chavez reindeuten, was er für wichtig hält. Und Chavez war deswegen auch immer so ambivalent. Er hat natürlich auch dafür gesorgt, dass er in alle Richtungen als sein Projekt offen gehalten hat. Und es war aber auch richtig. Zumindest war es das, was alles möglich gemacht hat. Und genau, das ist also sozusagen die konkrete Art, wie diese Projekte in Lateinamerika entstanden sind. Es war eine riesige Unzufriedenheit von unten, aber es gab kein Projekt. Die Leute hatten nicht das Ziel Sozialismus. Die Leute wollten einfach nur, der jetzige Dreck muss weg. Und wie können wir das machen? Wir brauchen irgendjemanden. Dann kam eben die Führungsperson, die das sozusagen symbolisiert. Der Indio Evo Morales, ne? Ist auch so. Der ist ja auch eine sehr überhöhte Figur. Ne? Der dann ganz viel symbolisch repräsentiert. Und ich würde das jetzt nicht als Modell anpreisen, aber ich finde, das muss man halt einfach anerkennen, dass es in der konkreten Situation der 90er und 2000er Jahre in Lateinamerika funktioniert hat. Aber du hast natürlich völlig recht, dass es riesige Probleme mit sich bringt und dass es jetzt vielleicht genau daran scheitert. Kann sein.
Aber nichtsdestotrotz bleibt hoffentlich danach was übrig, nämlich die Erkenntnis, dass man den Neoliberalismus besiegen kann. Das ist ja auch keine Kleinigkeit. Ich meine, gerade wenn wir uns Europa angucken, ja, wo wir uns daran gewöhnt haben, dass das alles gemacht wird, was die Troika sagt, ja, was der IWF sagt. In Lateinamerika, die haben den IWF wirklich vom Kontinent gejagt. Es hat 15 Jahre gedauert, aber der IWF war Mitte der 2000er Jahre tot. Ja. Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, Kolumbien, da haben wir schon geschrieben, dass das eine Institution ist, die keine Bedeutung mehr hat. Und dann kam plötzlich ein Phönix aus der Asche. Also, aber das ist, warum ist es gelungen, solche Sachen, solche Politikformen zu besiegen? Naja, weil es eine Mobilisierung der Gesellschaft war. Und das bleibt hoffentlich als Erfahrung erstmal übrig. Dann gesellschaftliche Kämpfe funktionieren halt so, dass dann immer wieder auch wieder Rückschläge sind und man muss sich halt daran erinnern, wo man Erfolge hatte. Das können wir in Deutschland, glaube ich, zu sehen. Wollte noch was zur Utopie fragen oder sagen, und zwar zu konkret, was heißt es, Gesellschaft zu organisieren oder dann auch zu emanzipieren? Das scheint ja auch erstmal ein Widerspruch zu sein. Du hast ja angesprochen, dass man sich die Frage stellen muss, wie man das irgendwie heißt, patriarchalisch hier weg machen, dann ja offenbar nicht, aber was ist Organisation? Das ist ja nichts anderes, als dass jemand hinstellt und sagt, wie wird es gemacht, scheinbar. Und da gibt es ja in verschiedenen Marxismus, das wurde angesprochen, aber auch bei Marx selbst, der ja diesen schönen, immer wieder schön zitierten Gegensatz zwischen dem Reich der Notwendigkeit und dem Reich der Freiheit, wo er scheinbar dort eine Frage besteht, wie organisiert man das Reich der Notwendigkeit, weil also das, was heutzutage vielleicht noch als Erwerbsarbeit gelten würde, also das, was sozusagen die Menschen brauchen, um sich selbst zu reproduzieren, also die natürlich sehr viel Kapitalerwerbsarbeit, also wo dann kein Profit und Mehrwert mehr draußen springt und so weiter, der dann von Kapitalisten sich angeeignet wird. Also weil das Reich der Freiheit scheint ja sich selbst zu organisieren. Wir haben gehört, was es alles für mögliche Initiativen und Projekte gibt, was die Leute von selbst machen, wo die Leute qualitativ und quantitativ für Fortschritt sorgen ohne Geld, also wo es einfach mal Open-Source-Projekte gibt und so weiter. Aber es muss ja irgendwie gegessen werden, es muss irgendwie Wohnraum geben, es muss irgendwie Kleidung geben und da scheint es ja bisher nicht so zu sein, dass das, was sich irgendwie von selbst organisiert oder vielleicht geht das oder vielleicht finden wir irgendwelche Maschinen, die das für uns machen, aber das sind alles, wie gesagt, dann solche schon wieder dann technische Umsetzungsfragen. Aber das wäre halt so dieser, und da muss man natürlich fragen, beim Reich der Notwendigkeit, was ist heute das Reich der Notwendigkeit? Früher hat man ja gesagt, wir brauchen Essen, Nahrung, Kleidung, heute eher Tanze haben, Kühlschrank. Also das bläht sich auch teilweise, dass heutzutage auch kulturell sich einfach notwendig durchgesetzt hat. Mich interessiert die Frage, wie hat es geschildert in Venezuela, da beruht im Grunde alles auf diesem Öl. Und also reflektieren das diese Menschen da, na, also dass das eigentlich die einzige Quelle für ihren, ich nutze es vom Wohlstand ist so, na, also, oder, na, also denken die heute schon an morgen und übermorgen oder läuft das jetzt und rammelt irgendwann gegen die Wand und dann kommt was Neues? Oder, also wie wird das besprochen von den Leuten, die da handeln? Ja, also hängt auch damit zusammen die ganz praktische Frage. Ich habe das von Leuten gehört, aber mehr in solchen Diskussionen, wo so mehr die Menschenfreunde und so unterwegs sind, die also auch mal kurzzeitig in Venezuela waren, so eine Reise oder irgendwas, also vielleicht aus Mittelstandsmilieu kommen. Und da kam das so, naja, auf dem Flughafen und in den Hotels, da ist das so, dass die dort arbeiten, eigentlich denken, dass die Hotelgäste sie bedienen müssen. Und das erinnert mich ein bisschen an DDR. Und ist das eine Überhöhung, ist das so böse Nachrede oder ist da was dran? Wobei ja der Arbeitsbegriff, ne, der linken Diskussion sowieso, ne, es ist ja nun nicht so was Schönes. Ich kann das von mir als nachvollziehen, dass diese Genossenschaftsbewegung, also Bewegungen von unten, sich entwickeln müssen und letztlich den Staat, den bürgerlichen Staat mal unregierbar machen werden, damit dann wirklich etwas Neues entstehen kann. Und dieses Neue würde ich doch sehen, dass ja, dass eben doch eine andere Gesellschaftsform, eine andere Staatsform entstehen muss. Darf man denken, oder ist es heute ein Konsens, dass vielleicht doch irgendwann mal in einer solchen Entwicklung ein Umschlagpunkt einsetzt, den ich mir so vorstellen könnte, dass alle diese
Genossenschaftsbewegung in einen Stand gesetzt sind, wo sie sich selber frei entwickeln, also nicht immer gegen etwas entwickeln müssen, sondern ihre eigene Kraft voll auf ihrer Weiterentwicklung konzentrieren. Ja, das war ein Wesenschlagpunkt, ob der zu erwarten ist oder auch mitgedacht wird. Dann jetzt noch als letzte Frage der Herrn Prieten. Ja, so in dem Kontext von der Krise in Europa, damit die Macht, die der Finanzsektor in der Politik ausübt, also zum Beispiel die Art und Weise, wie die ECB funktioniert in Europa. Also in diesem Kontext stellt sich die Frage, also wie eine Gesellschaft sich organisieren könnte, um dagegen zu kämpfen. Und es liegt auf der Hand zu vermuten, dass ein Land allein das nicht durchsetzen kann. Und es müsste also das international passieren. Und die Veränderungen in den letzten 15 Jahren in Südamerika stellen erstmal eine von Basis. Also vielleicht würden Sie nicht das Wort Modell benutzen für Europa. Aber jedenfalls, wie der französische Politiker Mélenchon sagt, eine Quelle von Inspiration. Und also das ist ein bisschen meine Frage. Also meinen Sie, dass in Deutschland, also in Frankreich, Mélenchon hat 10-15% von Leuten, die ihm folgen, und aber er ist sehr explizit bei seiner Unterstützung von den Bewegungen in Frankreich, in Südamerika. Also die Frage ist, auch in Europa, indem man auf die Bewegungen in Südamerika andeutet, dann die eine linke, also sagen wir mal, eine Bewegung gegen den Status quo sich verstärken könnte. Ich fange mal vorne an, mit dem Reich der Freiheit. Ja. Also die Frage mit dem Reich der Freiheit und der Notwendigkeit ist natürlich eine ganz wichtige Frage, weil dazu, ich meine, was heute notwendig hergestellt werden muss, ist vielleicht alles gar nicht mehr so schwierig, weil man hat mal durchgerechnet, der Hans Thiel macht jetzt gerade ein Buch, kennt ihr vielleicht, der Mitarbeiter der Linkspartei, der hat nachgerechnet, dass wenn das Einkommen in Deutschland gerecht verteilt würde, hätte jeder ein Durchschnittseinkommen von 3.500 Euro und würde, glaube ich, 20 Stunden die Woche arbeiten, also es war unglaublich wenig. Damit wäre sozusagen alle notwendige Arbeit, jetzt notwendige Arbeit, abgedeckt. Ja. Also im Grunde genommen ist, man muss auch nicht glauben, dass es jetzt der Kapitalismus ist, der uns dahin gebracht hat, sondern einfach die technische Entwicklung. Ne? Also der technische Fortschritt ist heute so weit, dass wirklich die Tür zu parasitischen Zuständen weit aufgestoßen worden ist. Aber das Reich der Notwendigkeit ergibt sich ja auch von der anderen Seite, nicht nur auf der Seite sozusagen, welche Arbeit ist notwendig, ja, die muss natürlich auch fair verteilt werden, Klos müssen geputzt werden und auch schmutzige Industriearbeiten müssen übernommen werden und das muss man natürlich gesellschaftlich fair verteilen. Aber es gibt auch eine andere Ebene, die man damit denken muss, die Natur. Ne? Also zum Reich der Notwendigkeit gehört auch eine Notwendigkeit, die Ressourcen oder die Umwelt nicht so zu vernutzen. Und deswegen auch muss es natürlich eine gesellschaftliche Debatte darüber geben, was man eigentlich herstellen kann und was man nicht herstellen kann, weil der Kosten zu hoch ist. Kapitalismus geht immer relativ viel, was sich rechnet irgendwie, weil die Kosten externalisiert werden, auch abgewälzt werden auf die Zukunft oder auch andere Länder. Ne? Schmutzige Schadstoffe werden oder Müll wird dann einfach woanders hingeschifft oder zum Meer gekippt. Und dann können sich die Leute in 100 Jahren damit oder 50 Jahren damit auseinandersetzen. Und die müssen es dann zahlen. Und dafür muss man natürlich eine Gesellschaft, oder dafür müssen wir kämpfen, dass es dazu gesellschaftliche Regeln gibt und verbindliche Regeln, also auch Verbote. Da braucht eine Freiheitsutopie auch Regeln, die Dinge untersagen. Die Allmende zum Beispiel im bäuerlichen Dorf verbietet es, den Leuten mehr als so und so viel Holz zu schlagen. Deswegen gibt es den Wald, den Almendewald, ja, in manchen Regionen, weil die eben über Jahrhunderte dafür gesorgt haben, dass nicht jeder Bauer so viel schlagen kann, wie er Lust hat, sondern wie viel eben nachhaltig tragbar ist, ne? Oder wie viel Viehzeug auf die Alm gebracht werden darf. Und da muss man natürlich drum streiten. Also Sozialismus ist ja auch keine Harmonieveranstaltung. Ne? Also so eine, in den Gemeinden, ich bin im Sommer immer in einer Gemeinde, wo es noch Almende gibt, und das ist immer jedes Jahr Streiterei. Also das hat überhaupt nichts Utopisches, eher ziemlich Nerven aufreiben, über und auch Pläne
von Genossenschaften sind anstrengend. Aber das lohnt sich ja dann vielleicht trotzdem, ne, zu sagen, okay, dafür haben wir eben auch hier Weideland, wo jeder Zugriff drauf hat und wo eben auch Naturraum für alle zur Verfügung steht, ne, was auch alle gerne machen, dass man da rumlaufen kann. Ne? Okay. Also insofern geht es natürlich darum, um Notwendigkeiten und um verbindliche Regeln für alle auch eine gesellschaftliche Diskussion zu führen. Deswegen finde ich auch diese Frage mit dem Umschlagpunkt und mit der anderen Staatlichkeit auch eine gute Frage. Also natürlich, man darf sowieso drüber denken, aber ob es ein Konsens ist, weiß ich nicht, aber ich würde auf jeden Fall dem sehr zustimmen. Also ich glaube, eine Vorstellung, eine Transformationsstrategie, die auch davon ausgeht, dass es heute darum geht, von unten möglichst viel auszuprobieren, möglichst viele Dinge zu verschieben. Natürlich würde die, wenn die erfolgreich ist und irgendwann großen Druck aufbaut, eine Gegenreaktion auslösen und dann auch zu einem Zusammenstoß führen mit einem existierenden Staat. Also insofern hätte auch ein Reformprozess oder ein Transformationsprozess irgendwann einen revolutionären Moment. In irgendeinem Moment spitzt sich sowas zu. Ne? Spätestens im Moment, wo wir sagen, okay, wir wollen, dass der gesamte Energiesektor wieder in Händen der Bevölkerung ist, würden die Leute von E.ON, die Aufsichtsräte von E.ON, sich in Bewegung setzen. Und wahrscheinlich würden sie gucken, ob man putschen kann. Ich meine, so funktioniert Auseinandersetzung zwischen sozialen Gruppen, man kann auch Klassen dazu sagen, ja, in der Realität. Ja. In Venezuela sah man auch, dass es manchmal um gar nicht so viel geht. In Venezuela ging es darum, dass sie am Anfang gesagt haben, wir wollen wieder Leute von der Regierung im Vorstand haben, vom Staatskonzern. Das hat dazu geführt, dass die Opposition versucht hat, Chavez 2002 wegzuputschen. Also da sieht man, dass es oft gar nicht so viel Bedarf, und das ist auch gar nicht in der unsere Wahl, ob sich Dinge gewalttätig zuspitzen. Das sieht man, dass es ganz oft von den Herrschenden zugespitzt wird. Ne? Ich meine, jetzt sind wir schon so weit, dass wir uns bei Blockupy dafür entschuldigen, dass wir Farbeier gegen eine Bank geworfen haben, während die, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute verprügelt und mit Gas vollgesprüht haben. Also das sind ja die realen Herrschafts- und Machtverhältnisse. Und deswegen natürlich gibt es irgendwie auch Bruchmomente. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo sollte so ein Bruchmoment hinführen? Also die Vorstellung ist ja schon verführerisch, dass es Gemeinschaften gibt oder Genossenschaften gibt, die sich sozusagen als Assoziation zusammenschließen, ne? Und sozusagen von unten eine andere Form von Staatlichkeit aufbauen. Aber natürlich ist das Problem auch, Genossenschaften oder Gemeinschaften, Communities, haben oft Partikularwahrnehmung. Ne? Die nehmen sich selber wahr, aber nicht die Welt draußen. Ne? Da gibt es vielleicht nehmen wir jetzt mal zum Beispiel erfolgreiche Genossenschaft in Schwaben, die würden Teufel tun, sich mit einer weniger erfolgreichen Genossenschaft in Mecklenburg-Vorpommern zu solidarisieren. Es sei denn, sie haben hohes Bewusstsein. Das ist genau das, was in Jugoslawien passiert ist während des Marktsozialismus. Die Leute, die erfolgreich waren, hatten plötzlich keine Lust mehr, die Leute aus dem Süden, aus dem Kosovo mitzutragen. Deswegen ist Jugoslawien dann wieder auseinandergedriftet unter Marktsozialismus. Und deswegen ist es eigentlich die Frage nach dem Staat, obwohl ich sehr dafür bin für eine radikale Staatskritik und auch sehr dafür bin, sich den Anarchismus nochmal anzuschauen, was der dazu zu sagen hat, bin ich trotzdem eigentlich sehr auch dafür, den Staat also eine Form von Staatlichkeit auch zu verteidigen. Weil die einzige, irgendeine Einheit, eine Einrichtung muss es ja geben, um sozusagen ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein und auch eine gesamtgesellschaftliche Umverteilung zu etablieren. Und das wäre natürlich eine ganz andere Form von Staat und man müsste sich ganz neu ausdenken, wie der funktionieren kann, dass er wirklich demokratisch funktionieren kann. Aber natürlich muss es sowas geben. Also es muss sowas geben, es muss einen Umschlagpunkt geben, es muss eine neue politische Form geben. Aber das sind ja jetzt auch, was weiß ich, das sind die Diskussionen, die wichtig sind, aber die natürlich auch sehr weit weg sind von der realen Situation, in der wir gerade sind. Jetzt geht es, glaube ich, erstmal wieder darum, festzustellen, was eine konkrete politische Praxis sein kann, die sich lohnt und die vielleicht auch eine Perspektive aufzeigt. Jetzt nochmal die Fragen zu Venezuela. Also, ja, in Venezuela wird nicht viel darüber geredet, dass das irgendwann mal aufhört, aber da muss man ja auch sagen, das gilt ja für hier auch. Ne? Also, der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, funktioniert seit 200 Jahren, weil es Kohle und dann Erdöl gibt. Ja? Weil nur die Energiefreisetzung von Kohle und Erdöl hat diese gigantischen Wachstumsimpulse geben können, die der Kapitalismus braucht. Der Kapitalismus braucht ja wahnsinnig viel Wachstum, Ausdehnung der stofflichen Produktion, um eben auch Wert akkumulieren zu können. Und es gab natürlich vorher auch schon Inseln des Kapitalismus. Die Manufakturbetriebe in Italien waren Inseln des Kapitalismus, aber wirklich Kapitalismus als weltumspannendes System ist bis heute nur denkbar mit solchen hochenergetischen Formen. Schwer bisher vorher zu sagen, ob ein solarer Kapitalismus so denkbar ist.
natürlich gäbe es auch Formen von Privatbesitz und Herrschaft, ja, mit Nullwachstum. Aber die wären dann vielleicht nicht mehr so ein Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Man müsste dann auch genauer hingucken, ob es dann wirklich noch eine Wertakkumulation in der jetzigen Form dann stattfindet. Aber die Frage ist auf jeden Fall, dass unser westliches Lebensmodell von heute beruht genauso stark auf Erdöl wie die Sozialpolitik Venezuelas. Ja? Und deswegen ist es so ein bisschen absurd, wenn wir mal mit dem Finger auf Venezuela zeigen. Das machen nämlich alle Journalisten, sagen wir mal. Die denken ja gar nicht daran, dass das mal ändert. Also Venezuela hat noch Erdöl für 250 Jahre. Ne? Gesicherte Reserven. Und natürlich in dem Land, das seit 100 Jahren von Erdöl lebt, ist ja klar, dass sie sich darüber sowas keine großen Gedanken machen, sondern die sind völlig in dieser Kultur aufgegangen, dass es darum geht, den zur Verfügung stehenden Reichtum einigermaßen gerecht zu verteilen. Aber natürlich wäre es wünschenswert, dass sie mehr darüber diskutieren. Und in dem Rosa-Luxemburg-Stiftungsarbeitskreis, in dem ich bin, in Lateinamerika, der heißt Jenseits der Entwicklung, versucht man ökosozialistische Diskussionen in den südamerikanischen Staaten auch zu fördern. Es gibt auch Leute, zum Beispiel den ehemaligen äquatorianischen Bergbauminister Alberto Acosta, der sehr, sehr stark sowas einfordert. Auch in Venezuela hat Chavez immer mal wieder davon geredet, aber in der Praxis halt nicht. Und in der Praxis muss man auch sehen, dass es oft natürlich auch wahnsinnig schwierig ist, denn wenn man so viele Einnahmen aus dem Öl hat, dann wird auch die Kultur der Produktion im Land komplett zerstört. Ne? Also so Leute sehen, dass es einfach angenehmer ist oder leichter ist, Geld einfach darüber zu bekommen, über staatliche Fürsorgeleistungen, als irgendwie zu arbeiten. Ne? Und auch die Währung ist komplett überbewertet, ne? Weil ständig der einheimische Währung aufgewertet wird durch den Dollarzufluss. Und deswegen wird die einheimische Produktion auch systematisch kaputt gemacht. Das heißt, es gibt eigentlich auch gar nicht eine reale Perspektive, umzusteuern, weg vom Öl. Das ist also ein schwieriges Feld, auf jeden Fall wichtig in die Diskussion zu tragen, aber gleichzeitig auch, glaube ich, in Venezuela wirklich sehr, sehr schwer umzusetzen. Und dann war noch also die Frage, naja, ob die Venezuela nicht ein bisschen der DDR ähnelt. Ja, tatsächlich ähnelt Venezuela manchmal ein bisschen der DDR. Das hat, glaube ich, zwei Ursachen. Einerseits gibt es verglichen mit anderen südamerikanischen Ländern, was ich dann sehr positiv finde, einen gewissen Stolz der Unterschichten. Ja, die venezolanischen Unterschichten haben, manche führen das zurück bis auf den Unabhängigkeitskrieg, 1810 oder 15, die einheimischen Eliten mal praktisch eliminiert. Seitdem gibt es viel weniger höfische Traditionen. In Kolumbien ist es so verbreitet, dass man immer sagt, sehr wohl, ja mein Herr, haben Sie noch einen Wunsch, mein Herr? Und das ist in Venezuela überhaupt nicht so. Und so wird man auch in Restaurants behandelt. Ja? Die Leute sind freundlich, aber nicht in der Arbeit. Während der Arbeit sind die Leute eher schroff. Und das andere, der andere Zusammenhang ist natürlich auch Erdölstaat. Ne? Also die Venezolaner oder die venezolanische Ökonomie beruht im Wesentlichen aus dem Erdölreichtum und insofern hat Arbeit natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert. Also das ist, was man unangenehm findet und das, insofern ist es also auch die Effizienz in der Arbeit nicht besonders hoch. Und das ist natürlich auch einerseits ganz sympathisch, aber andererseits natürlich auch ein Problem. Also zum Beispiel in der staatlichen Verwaltung, das ist natürlich ein Riesenproblem. Die venezolanische Verwaltung ist absolut ein Desaster, weil es einfach auch wenig so eine Arbeitsmentalität gibt. Die letzte Frage. Sind wir langsam bei der Stunde? Ja. Die letzte Frage war die internationale Frage da. Ja, die internationale Dimension wäre total wünschenswert und ist auch notwendig. Ja. Lateinamerika ist ganz interessant, weil sie so einen gleichzeitigen Nationalismus vertreten haben, aber gleichzeitig sehr lateinamerikanisch waren. Also sie haben sozusagen den Nationalstaat gestärkt, entgegen diesem neoliberalen Deregulierungsdiskurs. Ja, da haben wir immer gesagt, dass es ganz wichtig ist, der Staat wieder Kontrolle hat über die Finanzmärkte und eben keine freien Währungsmärkte und so weiter. Aber gleichzeitig sind sie eben keine Nationalisten, sondern sind sehr stark lateinamerikanische Nationalisten. Ja. Und das ist, weiß ich nicht, also so sicherlich auch kein Modell, aber zumindest ganz interessant, weil es heute gerade aktuell ja wieder so eine Debatte gibt, Kipping gegen La Fontaine, ja. Für die Leute, die die Linkspartei ein bisschen verfolgen, La Fontaine macht so ein bisschen nationalstaatliche Sachen wieder stark gegen den Euro und Kipping sagt, das ist ein Rückfall, ein unmarxistischer Rückfall in nationalistische Sachen. Und da würde man vom lateinamerikanischen Hintergrund vielleicht sagen, das ist möglicherweise gar kein Widerspruch. Ja. Also vielleicht geht es tatsächlich darum,
den Euro zu beerdigen und nationalstaatliche Sachen zu stärken und gleichzeitig ein sehr starkes internationalistisches Bewusstsein mehr zu etablieren. Soweit. Das war Raoul Selig bei der Veranstaltung Nach dem Kapitalismus, das Projekt Kommunismus anders denken am 12. Juni 2013 an der TU Dresden, eine gemeinsame Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen mit der Hochschulgruppe Lux Dresden.